herzlich willkommen zu unserem Vampire the Masquerade-Szenario hinter den Spiegeln, meine Güte. Ja, ich habe es heute nicht mit dem Reden, mal gucken, wie das jetzt wird. Deswegen würde ich auch mal sagen, ach genau, ich begrüße natürlich alle Patreons. Ja, so lange her, das letzte Mal geleitet war es gestern Abend. Alle Patreons, alle Zuhörer und Zuschauer auf YouTube und natürlich meine beiden Spielerinnen, die Shai und die Callisto. Hallo. So, nun gut. Die letzte Folge, die erste Folge in unserem Szenario hier. Was habt ihr denn so alles erlebt? Wir haben gestartet mit Edith, die unter ihrem Technikladen erwacht ist an einem schönen Abendmorgen und auf Ricardo getroffen ist, beziehungsweise Ricardo auf sie, denn sie wurde aufgesucht von einem Kainiten, der schon über sie Bescheid wusste und der mit der Absicht kam, sich über Technik aufklären zu lassen, beziehungsweise wie das alles so funktioniert, was es gibt. Es wurde ihm ein wenig schwer gemacht, dadurch, dass Edith bzw. Kenzie dann ein wenig vorsichtig war am Anfang. Aber er hat es geschafft, sie zu überzeugen, mit ihm rauszugehen. Sie hat die Chance genutzt, einiges über das Kanitendasein zu erfahren und sie sind in eine Sportsbar gegangen. Unterdessen hat Marina den Schock ihres Lebens bekommen. Ja, denn Marina war, wie es sich gehört, für eine gute Leichenbestatterin dabei, eine Leiche vorzubereiten. Marina ist ihres Zeichens Giovanni und kann deswegen tatsächlich auch ein bisschen hinter den Schleier des Todes blicken. Und ich hatte immer mal wieder Besuch von irgendeinem weinenden Mädchen mit den Haaren über den Augen, das in der Ecke saß. Damit konnte ich umgehen. Ich kann aber nicht damit umgehen, wenn plötzlich meine Stifte anfangen, durch die Luft zu schweben und anzufangen zu schreiben, obwohl ich weiß, dass das eine Technik ist, die gerne mal von Medien angewandt wird, um mit der Geisterwelt zu kommunizieren. Aber in der Regel schwebt der Stift nicht selbst, sondern Assisted Writing bedeutet, du hältst ihn selber und die Geister fahren in dich. Ich habe dann nicht gewartet zu sehen, was passiert und bin einfach rausgestürmt. Wäre das nächste Mal lieber? Nein! Nein! Okay, gut. Nein! Nein! Es wäre mir nicht lieber! Nein! Es wäre mir nicht lieber! Ich bin dann rausgerannt und habe mich dann in meiner Panik in einem meiner eigenen Ausstellungssärge verborgen. Bin dann wieder aufgestanden nach einiger Zeit und habe dann festgestellt, dass ich ein Date habe mit dem Tod, nämlich RIP, das Datum des nächsten Tages und Mitternacht als Zeit. Und das war jetzt nicht wirklich, gut, das war nicht gut. Und ich habe daraufhin auch meine Tante, beziehungsweise meine Sire angerufen, meine Tante Anna. Und habe ihr das mitgeteilt, die war verdammt gechillt. Ich habe gesagt, ach Mädel, warte halt, nicht wahr? Und am besten tu alles weg, was man als Waffe verwenden könnte. Und und dann kam tatsächlich der nächste Abend. Und um kurz vor 12 stand dann eine Person, zwei Personen vor meiner Bestattungshalle. Und er stellte sich vor als Ricardo Ignazio Paganini und es hat mir gar nichts gesagt. Ich habe die Verbindung zwischen Ricardo Ignazio Paganini und RIP überhaupt nicht gemacht. Aber er war nicht alleine. Er hatte eine junge Dame bei sich namens Kenzie. Und es stellte sich heraus, dass die Person, die sich mir vorgestellt hatte als Ricardo, tatsächlich ein seit 120 Jahren verschollener Giovanni ist, der vermutlich irgendwo im Torpor lag und jetzt zurück in die Welt gekommen ist, nach Edinburgh, in unsere Welt. Und er hat einen Plan. Und als Mitglied meiner Familie und ich Mitglied seiner Familie, ist das damit dann natürlich auch mein Plan geworden. Und ich habe mich sehr gefreut, meinen Onkel kennenzulernen. Ich hatte von ihm zwar noch nicht gehört, aber Familie ist Familie. Und und er hat mich dann gebeten, mich ein bisschen um Kenzie zu kümmern, weil er selber keine Zeit hatte, weiter mit ihr zu arbeiten. Denn das Problem ist, Kenzie, sprich doch einfach mal über deinen eigenen Sire und wo sie ist. Ja, das wüsste sie auch gerne. Beziehungsweise Kenzie ist das wahrscheinlich relativ egal, aber Edith
An der Stelle sei gesagt, mein Clan ist offensichtlich Malkavian. Ich spiele also nicht, ja doch, ich spiele schon zwei Leute, aber innerhalb eines Körpers. Das heißt, nachdem Kenzie mitbekommen hat, dass Ricardo einige sehr gute Sachen kann, die sehr nützlich sind, hat sie sich da mit dran gehängt und möchte jetzt mehr erfahren. Denn ihre Sire, Lindsay, ist leider nicht mehr aufgetaucht und ich weiß auch immer noch nicht, wohin oder was passiert ist. Aber sie durfte Marina kennenlernen und weiß nichts von irgendwelchen Plänen, weil sie währenddessen in einem Sarg gelegen ist, um darüber nachzudenken, wie das denn wohl so wäre. Ja, ist aber mit Marina mitgegangen, denn sie hat herausgefunden, oder Ricardo hat erzählt, dass die, wie heißt sie, University of Edinburgh? University of Edinburgh, ja. Ist ein Elysium. Genau, ein Elysium ist. Und nachdem Edith früher dort studiert hat, war das natürlich höchst spannend, das Ganze jetzt aus kainitischer Sicht mal zu betrachten. Und dort haben wir dann Debbie Cumberbath getroffen, die von Clan und Haus Tremere stammt und dort die Nachtschicht als Bibliothekarin betreut. Und die hat uns ein paar Tipps gegeben. Sie hat uns erstmal darüber aufgeklärt, dass der Primogen der Malkavians in Edinburgh David Davies ist. Jetzt habe ich eine Notiz, die ich nicht verstehe, deswegen werde ich es jetzt auch nicht vorlesen, weil ich keine Ahnung habe, was ich mir dabei gedacht habe. Vielleicht können wir dir helfen bei der Entzifferung. Nein, die Notiz heißt, Kenzie ist die kainitische Version von Shay. Ich weiß nicht, was ich da schreiben wollte. Okay, nein, gut. Da kann ich dir leider nicht helfen. Nee, ich auch nicht. Also da kann mir niemand helfen, weil ich glaube, da wollte ich eigentlich irgendwas anderes schreiben. Ja, Kenzie. Ich glaube, Kenzie ist die. Ich wollte schreiben, Kenzie ist die alternative Version von Edith. Ja, wie auch immer. Denn irgendwann habe ich dann auch verstanden, was passiert ist, denn mir war es nicht klar. Marina hatte keine Ahnung. Ricardo hat es, glaube ich, angedeutet, aber du hast. Ja. Oder du hast sie nicht drauf angesprochen. Erst in der Bibliothek, die Edith schon kannte von ihrem Studium und ja, wo doch einige Sicherheit herrscht, kam die gute Edith hervor, die leider keinen Plan hat davon, warum sie dort ist, wer Marina ist oder sonst irgendwas. Und sich dann eigentlich damit beschäftigt hat, wie sie nach Hause kommt. Und glücklicherweise angesprochen wurde von einer netten Dame in der Bibliothek, die so gar nicht furchteinflößend wirkt, ob sie sie nicht mit nach Hause nehmen. Ja, genau. Und das haben wir dann auch gemacht. Wir sind zu dir nach Hause gefahren. Du hast mir gesagt, wo du wohnst, also unter diesem Elektroladen. Ja, und dein Problem ist, du hast Hunger. Naja, vor allem hat Edith noch nie mitbekommen, wie sie trinkt. Also irgendwann muss das erste Mal sein. Sie weiß ja, dass sie trinken muss. Mhm. Es war also eine günstige Gelegenheit, die nette junge Dame noch mit reinzubitten. Ja, und dann nahmen die Dinge ihren Lauf, aber es ist, dann hast du ja versucht, mich zu beißen, also Edith hat versucht, Marina zu beißen. Das hat aber nicht geklappt und dann kam Kenzie wieder. Alles in Ordnung, es war nur meine Tastatur, die sich bewegt hat. Oder bewegt wurde? Nee, sie diesmal ist von sich aus. Hast du wieder einen Geist beschworen? Das verrate ich nicht. Wer weiß das schon so genau? Ja, und jetzt möchte Marina Kenzie oder Edith dazu verhelfen, doch noch ein wenig jagen zu gehen. Oder an ja. Ja, trinken genau, zu können. Genau, weil das Problem ist, die Giovanni haben einen sehr schmerzhaften Biss, weswegen für sie jagen relativ schwierig ist, aber wahrscheinlich als Antwort darauf haben wir die Fähigkeit entwickelt, das Blut von Toten zu trinken, was natürlich mir als Leichenbestatterin sehr entgegenkommt. Das sind meine Würfel. Aber ja, das kann ich dir nicht. Eben. Und ich kann leider nicht wirklich das Gedächtnis von anderen Leuten löschen, was dringend geboten wäre, wenn du versuchst zu jagen, ohne jetzt hier irgendwelche Leute anzuspringen und dann irgendwelche schweren Maskeradebrüche zu begehen, weswegen ich nun auf dem Weg nach draußen meine Sire Anna anrufen werde. Ich habe ein Handy, sie auch. Kling, kling, kling.
aber noch mal schauen, ob sie auch diesen Anruf entgegennehmen kann. Die ist nämlich eine geschäftige Frau. Ja, sie arbeitet im Tourismus. Genau. Aber sie ist, also kann den Anruf entgegennehmen. Sie ist dran. Ja, hallo. Hallo, Tante Anna. Ich bin's. Ah, Marina. Ich habe ein kleines Problem. Eine neue Kollegin muss dringend essen, aber alle Restaurants haben schon geschlossen. Kannst du uns helfen? Du hörst so ein... Also du kannst das Lächeln hören von ihr. Onkel Ricardo ist leider unabkömmlich. Mhm. Um was für eine Kollegin handelt es sich denn? Aus einer anderen Familie? Neu in der Stadt? Hat sie irgendwann ein bevorzugtes Restaurant? Sie hat bisher noch gar kein Restaurant. Es ist alles noch sehr neu. Ah. Mhm. Oh, da kann ich ihr natürlich sehr gerne eine ganze Reihe von Restaurants empfehlen. Wunderbar, wo können wir uns treffen? So ein Stadtplan von Edinburgh. Obwohl. Direkt hier irgendwo. Was meint? Ich hab's bald. Ja. Im Abercorn Park. Oh, gut. Gut, also dann, gut, ich fahre dorthin. Also du weißt, dass der Abercorn Park ist ein kleiner, eher quadratischer, weitrechtiger Park in Portobello. Okay. Das ist ein Stadtteil von Edinburgh im Nordosten der Stadt. Und das ist so, wo Annas hauptsächlicher Platz ihres Wirkens ist, weil dort beliebter Badestrand ist und entsprechend viele, also Gastronomie und Hotels und Pensionen. Mhm. Und da hat sie vielfach irgendwo geschäftliche Beziehungen, um das mal so auszudrücken. Und dadurch, dass eure Familie natürlich auch, wer hätte es gedacht, auch gute Kontakte nach Italien unterhält, kann man da eben auch irgendwie schön den Tourismus entsprechend hochhalten und dann vor allem in europäischen Ländern auch überall mit den anderen Familienmitgliedern hier dann eben Touristen herholen. Oder die Branche hat ja durchaus auch finanzielles Kapital oder halt Potenzial. Ja. Ne? Und das wäre dann so ihr Hauptbereich, wo sie aktiv ist. Gut, bis gleich. Und ich lege auf und sage, so, wir treffen meine Tante und sie wird mit dir essen gehen. Aber ich soll nicht von deiner Tante essen, oder? Um Gottes Willen, nein. Das hatten wir schon. Ach, die Tante. Ja, nein, wenn du von ihr trinken würdest, dann wärst du von ihr abhängig, über kurz oder lang. Also das ist nicht die Idee. Sie wird dir helfen, jemand anderen zum Essen auszuführen. Gut. Gut. Dann mal los. Und ich mache die Tür vom Auto auf und steig ein und du kannst dich dann... Ja. Und dann schnalle ich mich an und warte, bis du angeschnallt bist und dann gute Bürgerin, Blinker setzen, rausfahren. Jawohl. Ihr erreicht 20, 25 Minuten später Portobello. Sucht einen Parkplatz. Ja, okay, gut. Also klar, wir suchen einen Parkplatz, füttern die Parkuhr. Nachts. Ein für Kenzie. Ein für Edith, ein für Marina, ein für Anna, ein für Ricardo. So, genau. Und ja, dann geht er in diesen Park. Der ist, weiß ich, ob jetzt nur hier die Karte. Okay. Relativ unspektakulär, sehr schlicht gehalten. Und ja, dort an der einen Ecke siehst du deine Sire. Sie ist vom. Sie scheint so etwa Anfang 30 zu sein, was natürlich jetzt irgendwo zu dir schon auch irgendwie ein Unterschied ist. Edith, also Tante, das ist doch recht merkwürdig. Denn ich glaube, die Marina war von ihrem Erscheinungsalter... Ich bin auch schon Mitte 30, ja. Ja.
Also die scheinen schon gleich alt zu sein und da wird es mit Tante eventuell schwierig, obwohl es ja die irrwitzigsten Konstellationen gibt. Ja, und das mit den Di Giovannis wurde mir ja schon erklärt. Ja. Anna. Ja, wurde es dir erklärt oder wurde es... Mir. Ah, das also Kenzie. Kenzie erklärt. Ja. Kenzie, darf ich vorstellen, meine Tante Anna Giovanni. Anna Giovanni, Kenzie. Wie war doch der Nachname? Kenzie. Hi. Kenzie. Einen schönen guten Abend. Sie ist also in so einem Business-Kostüm gekleidet. Wir hatten ja Herbst, entsprechenden Mantel, also ist eher schick angezogen. So vom Aussehen her mediterran, also auch Italienerin. Hat die schwarzen Haare zu so einem Zopf zusammengebunden. Trägt tatsächlich eine Kette mit so einem Kreuz. Ha. Gute Italienerin. Ja. Nun, ich denke mal, du hast sie über das Geschäftliche schon aufgeklärt. Geschäftlich? Ich bin gerade verwirrt. Und ja, wenn du hier jemanden, und gerade die Giovanni-Familie ist ja sehr geschäftstüchtig. Ja. Ja, natürlich. Ricardo kümmert sich um das Geschäftliche bei ihr. Was heißt Geschäftliches? Nun, du bist ein Neonate, du brauchst Hilfe. Also ist schon im Ermessen der kanidischen Welt, dass es entsprechend auch geordnet abgeht. Aber trotzdem wäre es eine Dienstleistung. Sie erbringt Ricardo Dienstleistungen. Sie arbeitet für ihn. Ah, na gut. Wobei es eben auch tatsächlich sein kann, dass sie hier ihre eigenen Geschäfte hat, ne? Die nicht mit denen von Ricardo übereinstimmen. Also das kann natürlich sein, aber das muss sie dann entscheiden, ob sie dann nochmal extra Geld möchte. Aber gut, wenn sie schon entsprechend darüber informiert ist, dann ist ja... irgendwem Bestimmtes... Ich nehme an, bei den Restaurants geht es um die Ernährung. Also wie genau funktioniert das jetzt? Es ist ein Wunsch. Wir werden sehen, ob wir den erfüllen können. Und dann kannst du trinken. Dann bitte einen Mensch. Mit Kaniten habe ich gelernt, ist es nicht so gut. Ja gut, das wird auf jeden Fall so sein. Aber von den Menschen. Mann, Frau, alt, jung... Liegt dünn? Gibt es bestimmte Präferenzen? Jemand, der es ab kann. Aha. Nun gut. Dann wollen wir doch mal schauen. Ich flüste Marina zu. Präferenzen. Das ist wirklich seltsam. Nein, nicht wirklich. Sie schmecken alle etwas anders. Stell es dir so vor, es gibt Leute, die mögen Rindfleisch und es gibt Leute, die mögen Wild und andere Leute essen nur Fisch. Glaub mir, sie schmecken alle anders. Andere Leute essen gar kein Tier. Das wäre mir am liebsten. Ja, ich glaube, du bist nicht die Einzige, die diese Entwicklung durchgemacht hat. Und lass es mich dir gleich gesagt sein, Schweineblut ist kein Ersatz. Es schmeckt furchtbar. Na gut, dann hier entlang. Wir machen erstmal einen kleinen Spaziergang. Ich würde die beiden vorgehen lassen, weil ich bin, also wenn wir da zu dritt auftauchen, ist das voll auffällig. Nun, Kenzie, dann erzähl doch mal etwas von dir, wenn du möchtest. Ich bin Kenzie. Ich bin keine Giovanni. Ich habe keine Verwandten, die Kaniten sind. Ich finde Ricardo sehr interessant. Und vielleicht dich auch. Das hört sich doch schon mal gut an. Zu welcher Familie gehörst du denn? Oder zu welchem Clan? Oder Blutlinie? Scheinbar Malkavian. Malkavian. Das ist interessant.
Gut. Also kennt sie vom Clan Malkavian. Hier. Und ihr steuert eine Restauration an. Portobello Golf Club. Wobei hier weit und breit kein Golfplatz ist, das wisst ihr. Es gibt auch Golfplätze, aber die liegen natürlich außerhalb der Stadt, irgendwo in der Landschaft. Das ist dann anscheinend hier nur so irgendwie so ein Motto dieser Lokalität. Ja, und dann geht ihr dort hinein und begebt euch an die Bar. Sie bestellt drei Drinks. Du, möchtest du jemanden aussuchen oder soll ich? Ich würde mir die Leute mal anschauen, die da sind. Ja, du hast hier tatsächlich ein sehr gemischtes Klientel. Also man kann es von den Nationalitäten oder von den Sprachen halt verschiedene durchaus erkennen, sind da sicher auch einige, natürlich Schotten, also Einheimische dabei. Und man, das ist hier für Leute, die tatsächlich etwas mehr Pfundnoten in der Tasche haben. Mhm. Das ist so keine einfache Sportsbar, sondern wirklich auch, vielleicht auch irgendwie, wo so ein bisschen mehr Schein als Sein ist, dass die Leute sich mal mit so dieser typischen Golfmode eingedeckt haben oder Polo oder irgend so etwas, also von diesen gediegeneren oder dem Ruf nach gediegeneren Sportarten. Tatsächlich hat einer sogar von der hiesigen Cricket-Mannschaft so ein Emblem auf dem Pullover. Ja, die sind also durchaus auch sportlich. Man sieht ihnen an, dass die Fitnessstudio oder auch hier Sonnenbank und so weiter so ein Fitness oder ein Spa betreiben. Und es gibt blond, es gibt schwarzhaarig, brünett. Okay, ich schaue mir die Leute ein bisschen an und dann wende ich mich ihr wieder zu. Also, gerne jemanden, der richtig dick aufträgt und von hier ist. Der weiß nämlich auch, wie er nach Hause kommt. Okay, gut. Sie fühlt sich nicht besonders wohl in diesem Club, aber es gefällt ihr fast schon, jemanden zu wählen, den sie nicht sympathisch findet unter Umständen. Ja, da ist tatsächlich eine Gruppe Männer, die irgendwie, ja, sowas, Whisky, sie trinken Whisky und ja, dass sie dick auftragen, so untereinander, das ist dort, gehört zum guten Ton. Und der eine zeigt gerade ein paar Fotos. Wir sind noch in einem Zeitalter 2001 vor Smartphones. Ich erinnere daran, 2001, da hat man noch irgendwie Papierfotos gezeigt und nicht auf dem Handy. Und dass dort irgendwie ein schickes Auto und man überlegt halt, und welche Felgen sollte man nehmen und lieber die 640 oder 720 PS, weil man den da. 720 PS den Drehmoment ja doch nicht irgendwie auf die Straße, da wäre das Auto zu leicht für. Man fachsimpelt, nicht wahr? Also, ob die nun Ahnung haben davon oder nicht, lassen wir mal dahingestellt. Aber es ist zumindest exakt das, was du dort eben haben wolltest. Und ja, Anna geht, hat halt ihren Drink und schlendert so durch die Gegend und sie ist auf dem Weg hinten zu, ja, da ist irgendwo die Toiletten vielleicht, genau. Und sie kommt halt an diesem Tisch vorbei und stolpert auf einmal und kippt die Hälfte von ihrem Glas auf einen von diesen. Ja, das Foto von dem tollen Porsche wird etwas benetzt und entschuldigen Sie, Dings. Und sie fängt halt an, da auf die einzureden und sofort springt einer auf. Ja, aber natürlich. Und ja, also Anna ist schon attraktiv.
Ne? Und der so, ja, so und so. Und was ihr verstehen könnt auf die Entfernung, die reden halt irgendwie, es sind die Worte auf einen Drink einladen. Oh, doch, ich bin dort vorne mit meinen Freundinnen an der Bar. Und ja, so, wir können das natürlich. Und ich kann Ihnen gerne dabei helfen, das sauber zu machen. Ja, das geht schon. Ach so. Und der steht tatsächlich auf, entschuldigt und sagt so, ja, ich bin gleich wieder da. Und es geht so ein wissendes Raunen durch die. Durch die. Und ja, sie verschwinden halt auf der durch diese Toilettentür. Du kannst ja mal einen Perception Alertness-Wurf machen. Perception oben rechts auf dem Charakterbogen, ja. Und Alertness links bei den Abilities, ganz oben. Ach so, mit das war relativ weit oben. W10 waren das, gell? Ja, exakt. Zur Erinnerung, so viele W10, wie du Punkte in diesen Fähigkeiten hast. Alles, was 6 oder mehr anzeigt, ist ein Erfolg. Sechs zählt als ein Erfolg. Ja. Dann ein. Ja. Du bist nicht ganz sicher, aber du glaubst, sie hat ihr ein Handzeichen gegeben. Grundsätzlich ist es schon fast irgendwie die gleiche Situation, die du mit Ricardo schon hattest, ne? Mhm. Ja, dann sage ich zu Marina, gleich wieder da und verschwind mal Richtung Toiletten. Bis nachher. Das ist unangenehm. Die Gruppe hat dich tatsächlich auch entdeckt und pfeift dir auch so ein bisschen hinterher. Obwohl du so ein bisschen da, also der eine pfeift und die anderen. Wie siehst du aus? Was hat Kenzie gerade an? Oh, jetzt muss ich überlegen. Wir waren ja. Ah, sie hat ein schwarzes T-Shirt an mit Pac-Man, glaube ich, war es vorne drauf. Und eine rote Lederjacke. Mhm. Und eine Jeans. Ja gut, damit fällst du schon so ein bisschen auf hier, ne? Weil das halt vom Kleidungsstil her. Marina, die ist ja, glaube ich, eher schick gekleidet, ne? Das passt schon, das passt hier gut her. Aber du fällst dann doch so ein bisschen auf und der eine finde ich zwar ganz schick, aber die anderen so, nach dem Motto, was will die denn hier? Und ja, gut, ihr verschwindet dort in der Toilette, beziehungsweise halt in diesen Räumlichkeiten. In der Tat geht es hier noch eine Treppe nach unten und und sie wartet auch schon mit diesem Kerl, der genauso mit glasigem Blick dort steht. Nun, da vorne wäre eine Möglichkeit. Mhm. Damit es nicht direkt, ich weiß nicht, auf den Toiletten. Es ist halt so ein Raum, die Besenkammer, wo so Putzmittel aufbewahrt werden. Gott. Okay, ja, ich glaube, Kenzie will das jetzt doch hinter sich bringen. Nachdem sie weiß, dass mindestens zwei Leute wissen, was sie da tut und irgendwelche anderen Leute vermuten, was sie da tut. Das findet sie alles nicht so toll. Also zieht sie den jetzt einfach mit in die Besenkammer und wartet nicht lange. Vor allem auf die Zehenspitzen gestellt, weil der wahrscheinlich größer ist. Der ist schon sportlich, ja. Und ja, und Kenzie ist eher klein, glaube ich. Ja. Wie viel nimmst du denn von dem? Zwei, weil der ist nicht mal nett und der Tom musste auch zwei hergeben. Okay, gut. Mhm. Oder sehe ich, dass der das nicht, also der schaut, der ist gesund, also der schaut, er schaut gesund aus. Ja. Okay. Ja. Hm.
Muss ich dafür was würfeln? Nee. Okay. Wobei. Achso, ob ich auch. Ich weiß, ob deine Sire. Nee, also du müsstest von deinem Bloodpool her, müsste das alles in Ordnung sein. Das heißt, du müsstest jetzt nicht irgendwie noch auf Self-Control oder sowas würfeln. Wie viele Blutpunkte hast du dann? Also mit dem jetzt 8. Mhm. Ja, nee, das ist ja easy. Ich überlege gerade, ob man dir den Gag mit dem über die Wunde lecken schon... Ja, das habe ich bei dem Tom auch schon gemacht. Ach so, gut. Mhm. Dann wirst du das wohl wahrscheinlich tun, ne, um dir halt die Spuren... Ja, und dann schiebe ich ihn wieder vor mir her raus Richtung Anna. Nee, lass ihn mal kurz da drin. Also. Ja, Anna kommt halt mit rein und zupft irgendwo von diesen Papiertüchern, die da irgendwo auf Stapeln liegen, ein paar weg und um halt so ein bisschen den trocken zu machen. Und dreht dann so den Kopf zu sich hin, schaut ihm in die Augen und dann ist genau das, was Ricardo auch gemacht hat, erzählt ihm, ja, wir sind jetzt hier unten auf dem Männerklo gewesen und gereinigt und wir werden jetzt gleich noch einen Drink zu uns nehmen. Du wirst dann mit oben dorthin kommen und sie überdeckt also jetzt, also sie erzählt ihm eine Geschichte, die so nicht ganz stattgefunden hat, wo aber anscheinend diese Situation hier, dass du von ihm getrunken hast, nicht drin vorkommt. Also das tatsächlich irgendwo, ja, und gut, so, dann gehen wir mal. Da schaue ich ganz genau zu, das habe ich bei Ricardo schon gesehen, sie kann das auch. Ja. Ja, und dann geht ihr wieder hoch. Ganz ein Küsschen. Ja, das heißt, nach einer Zeit, sie hat ihm noch gesagt, du wirst deinen Freunden kurz Bescheid geben, dass du noch mit zu uns kommst. Ich hatte ja gesagt, ich lade dich auf einen Drink ein. Und genau, in diesem Drink wirst du nicht ganz austrinken, sondern einfach wieder zurückgehen. Weil das dann doch nicht irgendwie und die Kleine wäre so nervig. sie gibt ihm im Endeffekt die Anweisung, die ist okay, du wirst dann gleich irgendwo dann doch irgendwie das Bedürfnis spüren, nach Hause zu wollen, um dich hinzulegen und schiebst irgendwelche Termine vor. Es war ein langer Tag. Ja. Und sie guckt so kurz auf seine Hand, seine Frau wartet bestimmt. Ja, und so kehrt die dann dort oben wieder zurück und hat jetzt noch kurz einen Sterblichen, einen Menschen bei euch. So tatsächlich einen Drink bestellt, einen doppelter. Marina sagt nichts. Marina schaut sich das an und sagt dann zu Anna, wenn wir fertig sind, würde ich gerne kurz mit dir sprechen. Draußen. Selbstverständlich. Ja. Ansonsten können wir Kenzie auch noch kurz mit unserem Kollegen hier alleine lassen. Ich glaube, ich muss auch mit euch sprechen. Es gefällt mir nicht, wenn immer Leute ohne mich sprechen. Ja, nein, du kannst gerne dabei sein. Das meinte ich jetzt damit. Gar nicht. Meine offene TB, es tut mir leid. Gut, und nach einer Zeit scheint wohl das, was Anna ihm eingetrichtert hat, also auch zu triggern. Mhm. Und er so, ich gehe wieder Dings und dann schnappt sie halt den Drink und geht wieder zu seinen Leuten dann zurück. Anna legt noch irgendwie einen Geldschein auf den Tisch. Gut, eure Drinks stehen da noch. Dann, gut. Sagt zum Barkeeper, schönen Abend noch, wir sind dann jetzt weg und dann geht ihr nach draußen. Mhm. Also ich warte darauf, dass wir alleine sind, also nur zu dritt, dass uns keiner hören kann. Vielen Dank. Aber wir brauchen eine Methode, die sie auch selber machen kann. Hast du irgendeine Idee? Denn das kann sie nicht. Also
Ich weiß ja nicht, was du von mir denkst, aber ich habe vielleicht schon mal getrunken. Das ist nicht das Problem. Er kann sich nachher an nichts erinnern. Diese Fähigkeit hast du nicht. Richtig, ich muss immer die nervigen Betrunkenen nehmen. Das oder ist schon ein Ansatz. Einmal. Und das machst du wie oft? Ich bin noch nicht so alt. Mhm. Also aber ich möchte das lernen, was ihr könnt. Ja, das kann ich auch nicht. Ach, schade. Ja, Moment mal, ich muss mal gucken, was ich eigentlich kann. Aber ich glaube, das kann ich nicht, nein. Wenn du ein paar EP kriegst, irgendwann schon. Ja, ich frage mich nur, was ich gerade eigentlich kann. Aber du kannst es lernen, weil alle das von Giovannis können? Oder Ricardo hat gesagt, ich kann es überhaupt nicht. Ja. Vermutlich doch, nicht. Sorry, ich habe sogar auf zwei. Ja, das kann ich nicht. Ich kann nicht das Gedächtnis von einer Person löschen. Oder verändern. Oder verändern. Hm. Nun, Jetzt kann ich irgendwann lernen, das ist richtig, aber du eben nicht. Und unser Problem ist, ich weiß gar nicht, Anna, weißt du denn, was Malkavians so können? Malkavians haben zum einen die Fähigkeit, dass man sie nicht so schnell entdecken kann. Sie können sich sehr gut tarnen. Das kann Edith sowieso schon. Das mag sein, aber als Malkavian kannst du das weitaus besser. Und wie macht Edith das, wenn ich fragen darf? Sie geht nicht raus, dann fällt man bekanntlich nicht auf. Ich schaue Anna so an. Gibt's irgendwas Sinnvolles, was wir können? Es ist sehr sinnvoll, wenn man plötzlich verschwinden kann, glaube mir. Das bringt mir aber nichts beim Trinken. Das andere ist eine übersinnliche Wahrnehmung, die dem Kevin zu eigen sein soll. Schärfere Sehen zum Beispiel oder Hören. Wer denkt sich denn sowas aus? Das bringt einem doch nichts. Das würde sich dein Urvater ausgedacht haben, Malkavian selbst. Wenn ich ihn treffe, trete ich ihm in den Arsch. Oh, was kriegst du eigentlich für die Drinks? Oh, das ist, wird mit dem Gesamtpaket verrechnet. Und wie, das ist schon kostet? In Ordnung. Mhm. Ricardo wird sich drum kümmern, mach dir keine Sorgen. Gut, also du gehst dann regelmäßig, oder wie oft hast du denn schon alleine getrunken? Wie oft habe ich hier eingetrunken? Einmal, zweimal. Und du hast dir jedes Mal irgendeinen Betrunkenen in einer Bahnhofsbar geschnappt, oder wie? Ich gehe sonst eher in Sportbars oder so. Und wie kriegst du sie dazu, dass sie mit dir mitgehen? Nein, ich muss es nicht wissen. Beantworte diese Frage bitte nicht. Ich schaue Anna so an. Sehr sicher ist die Methode aber nicht. Nein, das ist richtig. Vor allem ist sie nicht sicher, nachdem ich weiß, was jetzt alles noch verboten ist. Davor wusste ich nur, dass ich keinen Maskeradebruch begehen darf, aber jetzt darf ich ja 10.000 Sachen noch mehr nicht, die Ricardo erzählt hat. Ja, das wäre mal der Wichtigste, aber es wäre auch gut, wenn du niemanden tötest. Das ist doch keine Frage. Also nicht, dass ich es vorhätte. Gut. Das habe ich. Das muss man das jedem Kainiten erklären? Das Gespräch hatte ich mit Ricardo auch schon. Ja. Das ist eine wichtige Eigenschaft und etwas, was man sollte sich seine Menschlichkeit bewahren. Es gibt zwar einige Kainiten, die nicht unbedingt dieser Meinung sind und ihre Menschlichkeit irgendwann komplett ablegen, aber sie werden dann zu ziemlichen Monstern. Sie haben keinerlei moralische Vorstellung mehr, was irgendwo der Wert von Leben angeht. Ja, ich finde es schon seltsam genug, dass es kein Maskeradebruch ist, einen Kainiten zu töten, oder zumindest nicht ausdrücklich verboten ist.
Oh, es ist verboten, einen Kaniten zu töten. Ah. Man hat dir die Tradition nicht erklärt? Doch. Ihr Onkel, dann dein Bruder, ich... Oh. Ihr verwirrt mich. Ja, das haben wir so an uns. Was ist eigentlich mit deiner Schwester? Ist sie inzwischen älter als du und deine Tante? Sie wird immer jünger sein als ich. Mhm. Im Moment ist sie 30. Und ich denke, dass das doch auch Familienangelegenheiten sind, die innerhalb der Giovanni bleiben sollen. Nun gut, war's das dann? Wenn ich mich dann... Ja, ich bin mit Marina ja mit dem Auto da. Das heißt, ich bin ein wenig davon abhängig, dass sie... Ja, natürlich, ich fahre dich nach Hause. Was schlägst du vor, Anna? Sollen wir das jetzt einfach so auf sich beruhen lassen? Ich weiß nicht, wann Ricardo wieder Zeit hat. Oh, er kommt. Ich muss ihn sowieso noch erklären, wie er komische Nummern, die er eingetippt hat, wieder löscht. Das ist nur ausprobiert. Sie bringt dir bei, wie man ein Handy bedient. Ja, das ist vielleicht auch notwendig. Du hast ihn getroffen? Und das besprechen wir ein andern Mal. Gut. Also, wir überlassen das Ricardo und hoffen das Beste. Ja. Gut. Du weißt nicht zufällig, wo David Davies wohnt, oder? Oh ja, das wäre gut. Ich habe ein paar Fragen. Kurzer Moment. Nein, das ist mir nicht bekannt. Wunderbar. Und wem könnte es bekannt sein? Clan und Haus Tremere auf jeden Fall nicht. Ach, die Tremere. Die Bücherschubser. Die sitzen in ihrer Bibliothek und... Sie war sehr höflich und hilfreich. Hm. Ja. Aber Tremere sind Tremere. Und Giovanni sind Giovanni. Das hilft uns in diesem Fall aber nicht weiter, Anna. Also, wer könnte das... Wen kann ich fragen? Wer ist denn euer... Ach nee, ihr habt ja keinen Primogen. Ihr seid ja so ein Hippie, abgespaltener Clan. Ich schaue sie so an bei dem Wort. Anna guckt etwas und so streng und... Marina weiß, dass gerade Anna sehr stolz ist auf die Familie und wenn dann solche Sachen kommen... Ja, Marina ist nicht weniger stolz. Mama, sie nimmt es irgendwie mit Humor. Ja, Anna, vielen Dank für alles. Wenn du irgendwie herausfinden könntest, wo Mr. Davies wohnt, wäre das sehr hilfreich. Ich werde auch noch mal gucken, ob ich irgendjemand finde. Vielleicht nochmal ins Elysium gehen und hoffen, dass irgendjemand anders anwesend ist, außer Klaus und Hahn Tremere. Klaus und Hahn. Ja. Kenzie lacht. Ansonsten, es gibt ja weitere Elysien, das wäre vielleicht auch nicht schlecht. Die Nationalgalerie zum Beispiel. Und von gute wem? Idee, da gibt es bestimmt ein paar Toreador. Ja, auf jeden Fall. Sind die Elysien von Gruppen, Clans oder ist es einfach ein offener Treff? Also wenn ein Gebäude oder eine Institution oder ein Bereich als Elysium deklariert ist, ist es ein spezielles Gebiet, wo zum einen Frieden herrschen soll. Man hat sich dort nicht gegenseitig zu bekämpfen. Und es ist jedem Kaniten frei, dieses Elysium zu besuchen. Also oder sagen wir, fast jedem. Es untersteht nicht einem bestimmten Clan. Es gibt Leute, die dieses Elysium betreuen. Okay, und das die Nationalgalerie wird von wem betreut? Von Claire Bowers. Von welchem Clan? Vom Clan Toreador, wie schon gesagt wurde. Mhm. Die kenne ich noch nicht.
Wenn ihr dorthin geht, werdet ihr sie sicherlich kennenlernen. Du sagst gerade bekämpfen. Wer kämpft untereinander? Nun, die Kainiten sind vielfach in einem Konkurrenzkampf verwickelt und der ein oder andere kann Niederlagen nicht unbedingt gut einstecken und wird dann aggressiv. Und wer kämpft mit meinem Clan? Das sollte ich vielleicht wissen. Es ist sicherlich nicht clanspezifisch, sondern halt je nachdem, mit wem du dich dann anlegst. Also ich muss jetzt nicht irgendwas ausbaden, was irgendwer anders aus meinem Clan mal irgendwann gemacht hat, den ich nicht mehr kenne. Ich darf nur niemand verärgern. Das wäre schon mal ganz gut. Ansonsten bin ich mir nicht ganz sicher, auf was für Ideen Kainiten manchmal kommen. Weil Clans hört sich halt schon sehr an wie die Geschichte hier um uns rum. Da ist es irgendwie dann manchmal mit Zugehörigkeit genug zum Kämpfen. Zumindest in einem Elysium solltest du sicher sein. Okay. Dankeschön. Sehr gern. Dann wünsche ich euch einfach einen schönen Abend. Dir auch. Viel Spaß im Elysium. Danke. Danke fürs Zeitnehmen. Ich warte, bis sie weg ist. Ich finde deine Tante nicht so toll. Ich bin mir nicht sicher, ob du ihr Fall bist. Ich glaube nicht. Ich brauche unbedingt... Ich muss schauen, dass Ricardo ein Handy bekommt. Ja, dann lass uns mal zu dir zurückfahren in den Elektroladen. Ja, da wäre noch eine Kleinigkeit. Und die wäre? Könntest du dich vielleicht noch auf mein Sofa setzen und so tun, als hätte Edis von dir getrunken? Warum? Weil sie dann vielleicht beruhigt ist? Ach, natürlich, warum nicht? Cool. Gut, wir fahren dorthin, ich parke. Ja. Wir gehen hinunter. Ja. Achso, gehen wir jetzt eigentlich noch in das Elysium oder ist es zu spät? Es ist die Frage, wie spät ist, das wäre meine nächste Frage gewesen. Ich glaube, heute ist schon also, relativ viel genau, Zeit vergangen, ja, oder? Genau, hattet ihr schon einiges, das war mit dem Tremere und so weiter, das ist alles schon... Es ist eh besser, wenn nicht so große Lücken sind. Was auch immer du sagst, ich setze mich auf dieses Sofa. Tu einfach so, als hättest du deinen Tee getrunken. Sag, dass es total nett war bei ihr, dass du gerne wiederkommst. Vielleicht könnt ihr mal ins Kino gehen. Noch ist sie ja nicht da. Kommt schon. Gut. Vielleicht. Also, das ist jetzt schon eine sehr merkwürdige Situation, die Marina nicht so wahnsinnig spannend findet, ehrlich gesagt. Sie sitzt jetzt schon da etwa leicht verkrampft. Mit so einer Teetasse. Ja, mit so einer Teetasse, genau. Und du kennst, sie setzt sich einfach neben dich aufs Sofa und grinst dich an. Schau den Film einfach. Schau mich nicht so an. Ich schau den Film an. Ich schau woanders hin. Ich schau den Film an. Ja, dauert es wahrscheinlich ein bisschen. Bis Kenzie sich auch auf den Film eher konzentriert und dann irgendwann zwinkert sie immer so mit den Augen, greift wieder zur Brille und sagt, ich muss mir angewöhnen, sie beim Fernsehen nicht immer abzusetzen. Ich finde es sowieso faszinierend, dass du ohne deine Brille diesen Fernseher erkennen kannst. Wenn ich meine Augengläser abnehme, kann ich überhaupt nichts sehen. Aber der Film ist sehr gut. Geht's dir gut? Ja, nie besser. Warum? Nur so. Manchmal wird einem ein bisschen schummrig, wenn so wenig Sauerstoff ist in der Wohnung. Es ist ja im Keller. Ach ja, stimmt, es ist im Keller. Nein, eigentlich nicht. Edith, würfel bitte mal auf Perception Alertness. was mache ich? Nicht für 100. Eine 1 wäre schön, aber... Das ist falsch. Nee. 4 Erfolge. Ja, also, ihr habt den Film einfach weitergeschaut und
Der Film ist nicht wirklich viel weiter als beim letzten Mal, als du dich dran erinnerst. Mhm. Vor allem standen wir. Ja, und die Wanduhr mit der Mickey Maus, die oben bei dir hängt, zeigt 2,5 Stunden später als das, was sein dürfte. Mhm. Entweder ist die Uhr kaputt oder irgendwas ist hier verdammt merkwürdig. Alles ist merkwürdig, seit ich Kainitin bin. Ist bei dir alles in Ordnung? Ja. Gut. Wie viel Uhr ist es? Ich sag dir die Uhrzeit. Bestimmt mit der Uhr überein. Und mit der Wanduhr. Und irgendwo meinst du auch in der Bibliothek gewesen zu sein. Gerade vorhin? Mm-mm. Nee, da habe ich sie ja mitgenommen. Aber oder? Sie war auch Edith in der Bibliothek. Ja. Ja, ja, aber Edith hat sie ja mit heimgenommen. Achso. Stimmt, ja, genau. Stimmt, richtig. Ja, richtig. Ja. Also für sie knüpft es genau da an, dass sie Marina ihre Hand gepackt hat. Ja, aber das. Weil Edith für eine trinken wollte und es hat nicht funktioniert. Das ist der letzte Stand. Genau. Aber das ist 2,5 Stunden her, laut deiner Uhr. Ja. Sie guckt mal unauffällig auf den Hals, ob da irgendwie. Ob sie da was sehen kann. Du hattest, glaube ich, hochgesteckte Haare, ne? Mhm, ja. Also. Bist du eingeschlafen? Ich denke nicht, nein. Also ich hoffe nicht, das wäre sehr unhöflich. Ja, aber wir waren ja auf Pause. In dem Video? Ich schaue so völlig fasziniert dahin. Stimmt! Vielleicht, ja, vielleicht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Vielleicht bin ich tatsächlich eingenickt. Das war ja ein sehr langer Tag für mich. Und du fühlst dich wirklich gut? Ich fühle mich ja ausgezeichnet. Willst du was essen? Oh nein, ich habe, glaube ich, gar nichts mehr zu essen. Da. Nein, danke. Ich hab schon gegessen. Gut. Sie weiß gar nicht, was sie jetzt mit dieser Situation machen soll. Sie geht davon aus, wenn man trinkt, dann, keine Ahnung, fällt man in Starre oder weiß ich nicht. Gut, dann würde ich jetzt aber wirklich gehen, weil ich habe noch ein paar Sachen zu erledigen. Du weißt ja, ich bin Bestatterin und ich muss noch mal schauen, ob noch irgendwas reingekommen ist. Also es hat zwar mein Handy nicht geklingelt, aber man weiß es nicht genau. Wenn du mal irgendwas reparieren musst, dann kann ich das einfach für dich machen. Oh, das wäre nett. Vielen Dank. Oh, ja, und du solltest aufpassen beim Fahren, weil es ist schon spät, da wird man müde. Das ist richtig. Ich werde vorsichtig fahren. Es war nett, dich kennenzulernen. Ich gebe dir so die Hand. Gebe ich auch. Okay, und passt. Dann. Sie schwitzt nicht. Sie ist offensichtlich ist wirklich alles okay. Ja. Und dann gehe ich jetzt mal im Auto und dann steige ich ein und dann denke ich mir, ach, ausgerechnet mal Gaby. Das kramt sofort das Tagebuch raus. Sieht, dass sie das letzte Mal gestern geschrieben hat und zwar irgendetwas ist in diesem Raum. Wie reagierst du darauf? Ich streiche alles durch. Gut. So, dass ich es nicht mehr sehe, also dass man es nicht mehr lesen kann quasi und schreibe dann drunter, Datum, Uhrzeit, also ich halte die Zeitsprünge fest, die fehlen tatsächlich. Mhm. Und schreibe drunter, ich fange an, meine Vermutungen aufzuschreiben, also wie das, also Kanit sein bedeutet, dass man immer mehr vergisst und immer mehr, also für Edith bedeutet kanitisch werden, dass man kein Mensch mehr ist, glaube ich, weil sie glaubt, dass irgendwas anderes sie übernimmt. Also es fehlt ja Zeit. Vielleicht wird sie da zu einem Vampir, der dann... Und davor hat sie Angst. Sie hat Angst davor, dass das draußen passiert, dass irgendwas die Kontrolle übernimmt und sie zum Tier werden lässt, sozusagen. Das wäre ihre Vermutung. Und jetzt ist sie ein bisschen beruhigt, weil offensichtlich hat sie es geschafft, von dieser Frau zu trinken. Sie weiß zwar nicht ganz, was passiert ist, vielleicht... Hat es einfach so lange gedauert und keiner kann sich dran erinnern?
Dann streicht sie wieder alles durch. Und fängt an aufzuräumen. Obwohl alles aufgeräumt ist. Und sie überlegt, wie sie die nette Frau wieder, sie hofft, dass irgendwas kaputt geht, dass sie sie wieder besucht und sie wird essen. Sie muss irgendwann raus, sie muss Essen einkaufen, damit sie ihr was anbieten kann, weil die kann sie ja nicht dauerhaft aussaugen. Wie hoch ist dein Wert in Medicine oder Academics oder was Vergleichbarem, dass du abschätzen Academics kannst? Ja. Eins. Du weißt aber schon, dass wenn jetzt jemand zu einer Blutspende, also du weißt nicht genau, weil mit der Erinnerung, das fehlt ja, wie du getrunken hast. Mhm. Aber dir ist schon klar, dass jemand, wenn er eine Blutspende abgibt, das eine ganze Zeit lang braucht, um sich wieder zu regenerieren. Dann kann ich jeden Tag zur Blutspende gehen. Ja, aber sie hat es ja jetzt geschafft, eine sehr, sehr lange Zeit nicht zu trinken. Sie geht davon aus, das hält an. Ja, weil du heute halt getrunken hast, also es wird, wenn du von ihr noch mal trinken wollen würdest, dann, also als Edis, dann musst du dir mindestens, keine Ahnung, wie lange dauert sowas, 2 Wochen? Das ist halt die Frage, weil sie hat ja noch nie getrunken, seitdem sie sie hat noch nie getrunken, seitdem sie Kanitin ist, das heißt, ihr Abstand, wie sie trinken muss, ist ja nicht der reelle Zeit, ist ja nicht der echte Abstand. Ja. Gut, wollt ihr denn für heute noch etwas machen? Nee, ich würde einfach nach Hause fahren und gucken, ob sich noch irgendwas getan hat. Und dann würde ich auch, also halt alles für die Tagschicht vorbereiten und dann eben warten, bis die kommen, übergeben und dann nach ins Bett. Du hast aber auch ein normales Bett oder schläfst du an einem Sarg? Nein, ich habe halt einen tatsächlich oben im obersten Stockwerk hinter der Stahltür mit den Sicherheitsschlössern, wo ich auch die Akten aufbewahre. Mhm. Habe ich ein ganz normales Bett. Ich schlafe nicht in einem Sarg. Obwohl ich mir das natürlich mal überlegt hätte, so als Gimmick, aber dann habe ich mir gedacht, nein, die Giovanni sind doch eher weniger lustig. Wir nehmen das Ganze viel ernster. Wäre vielleicht auch etwas für ein Notfallquartier, wenn man mal irgendwo... Ja, denn sie sind absolut lichtdicht. Mhm. Problem wird nur dann sein, wenn man dann mit dem Ding eingebuddelt wird. Ja. Dann wird es etwas schwierig und langwierig, da wieder rauszukommen. Das ist wahr. Oh. Gut, dann ihr schlaft, ihr wacht auf, bezahlt einen Blutpunkt. Ja, für dich, Marina, hat die Tagschicht nichts wirklich hier gelassen. Also du hast jetzt nichts zu arbeiten gerade. Also nicht, dass du jetzt irgendwie eine Leiche präparieren müsstest. Das ist tagsüber schon passiert mit den, weiß ich, 3, 4, die dort eingeliefert wurden. Also eine würden sie mir immer lassen, darauf lege ich Wert. Okay, gut. Das wissen sie auch. Mhm. Wenn das so ist, dann hast du eine Leiche zum Präparieren. Ja, denn dann trinke ich jetzt erstmal. Ja. Wie viel kriege ich denn aus einer Leiche raus? Würfel mal ein W4. Oder wenn du jetzt einen W6er hast, auch ein W3. Also viel ist dann natürlich nicht mehr zu machen. Also ich habe ein W4. Mhm. 2. Ja. Es wäre echt doof, wenn zu dir irgendwelche ausgesaugten Leute kommen. Dann würde ich wahrscheinlich die Polizei anrufen müssen oder so. Und zwar unsere Polizei, weil irgendjemand sich nicht um die Maskerade gekümmert hat. Wobei in dem Fall, ich erinnere nochmal an deine Fähigkeiten, du hast ja Necromancy auf 1 und den Sepulture-Path. Dann könnte ich mal gucken, was ist, ja, genau. Genau. Hast du das eigentlich schon einmal gemacht, wenn du vielleicht nochmal beschreibst, was das tut, wenn du das so direkt parat hast? Das wollte ich eigentlich nochmal genau angucken, was das tut. Sekunde. Okay, was macht denn Edith in diesem Abend? Sie steht auf, ihre Wohnung ist sauber. Sie wird sich eine Einkaufsliste schreiben und überlegt, was Marina gerne essen würde.
Sie googelt auf ihrem... Nee, Google gab's. Keine Ahnung. Sie sucht... 2001. Kein Smartphone. Du hast ein... Am Handy nicht, am Laptop ging es. Ach so. Wobei 2001... Also so Foren und sowas gab's ja schon. Ja. So schön über Modem. Oh Gott. Dann vielleicht Bücherei. Du wirst auch dann keinen eigenen Internetanschluss haben, sondern höchstens oben. Oben, ja, in der Werkstatt. Ja. Okay, dann sie überlegt jetzt, was gibt man jemandem, der Blut spenden geht? Schreibt dann auf Schokolade. kommt auf die Idee, sich mit Tee auch auszustatten selber, damit sie nicht in Zukunft aus der Küche oben Tee nehmen muss. Ja. Und dann wird sie wahrscheinlich hochgehen in den Laden und mal auf den Plan gucken, wann sie eigentlich... Achso. Ist ja eigentlich doof, wenn es ein 24-7-Laden ist, dann müsste ja eigentlich jemand da sein immer. ist es wohl nicht. Vielleicht hat sie irgendwie noch Schichten, die sie übernimmt, wenn es später noch, also wenn es spätere noch gibt und es noch nicht so spät dunkel wird, so rum. Ja. Weil dann geht es irgendwann nicht mehr. Ja gut, es war irgendwie so, dass du auch nachts auch noch irgendwie Reparaturaufträge oder so etwas hast, was dann irgendwie so Notreparaturen... Ja, das würde ich auf jeden Fall mal schauen. Also 24/7 ist es nicht so, dass der Laden die ganze Zeit offen ist, aber dass dann eben... gearbeitet wird. Dann über Nacht etwas repariert und du gibst es irgendwo an dem Tag ab und kannst am nächsten Tag dann repariert wieder abholen, wo es, glaube ich, der Service dann wäre. Ja, dann habe ich sicher angeboten, dass ich nachts einfach so viele solche Sachen mache, statt Tagschichten, weil ich muss tagsüber andere Dinge machen. Ja, dann schaue ich natürlich, ob es irgendwas zu reparieren gibt und wahrscheinlich finde ich in der Schublade mal wieder das Handy mit dem Zettel. Richtig, exakt. Repariere dieses Handy. Mit deiner eigenen Handschrift wieder. Also entweder jemand möchte mir einen echt bescheuerten Streich spielen, der absolut nicht lustig ist. Vor allem, weil es ja nicht dieselben Worte sind, die schon auf dem letzten waren und er ist auch nicht zerknüllt, also ist es nicht derselbe Zettel. Oder jemand hat die ähnliche Handschrift. Oder ich habe gestern, als Marina vielleicht noch belämmert war, in meiner Amnesiephase, wahrscheinlich tue ich mir selber nicht gut. Ich sollte auf jeden Fall zu einem Arzt gehen demnächst, aber welcher Arzt kennt sich mit Kaniten aus? Ja. Reparierst du denn trotzdem das Telefon? Vielleicht während du nachdenkst? Genau. Das lenkt nämlich zumindest ab. Reparieren und neu aufsetzen. Mhm. Ja. Wenn du das jetzt hier repariert hast, dann würdest du es auch nicht mehr in der Schublade vorfinden, so von der Logik her. Ja, die einfachste Lösung zu. Also ich weiß zwar nicht genau, was es damit auf sich hat, aber zumindest ist es dann vielleicht nicht mehr da. Außer es liegt das nächste Handy drin. Das muss ich morgen sofort schauen. Und täglich grüßt das Mummeltier. Du kommst immer wieder an dem gleichen Tag an. Ja. Musst jedes Mal dieses Handy reparieren. Ja. Gut, wie sieht es bei Marina aus? Also, es handelt sich hierbei um Ritual, wohl vermutlich. Zeuge des Todes. Das es mir erlaubt, wenn ich erfolgreich bin, die Toten zu sehen, die in meiner Umgebung sind. Die Toten bemerken, dass man sie sieht, weil sie meine blau gefärbten Augen sehen, wenn sie einen... Moment, sie haben einen Wurf und wenn sie den bestehen, auch Wahrnehmung und Aufmerksamkeit, Schwierigkeit 7, sehen sie meine leuchtenden Augen.
Ich kann also theoretisch gucken, ob sich Geister in meiner Umgebung befinden. Mhm. Sehen das nur die Geister oder sehen das auch alle anderen? Also auch die Geister. Oder das ist eine unlebende. Gute Frage. Nee, ich glaube nicht. Okay. Also, soweit ich das verstehe von der Disziplin Necromancy her, ist es halt, dass dieses blaue Leuchten entweder von jemandem gesehen werden kann, der das auch hat, weil du damit halt in das Umbra hineinschaust oder in das Near Umbra, also das, was direkt hinter dem Vorhang ist. Mhm. Geister können das halt von dort eben auch entdecken, wenn halt jemand mit blau leuchtenden Augen dort steht. Und dann vielleicht darauf reagieren, dass die halt dort gesehen werden. Das haben die auch nicht oft. Nein, aber wenn du als jetzt McKevin neben ihr stehst, wo sie das anwendet oder so, würdest du das so nicht sehen können. Obwohl man später vielleicht sagen müsste, mit Auspex könntest du irgendwo erspüren, dass sie etwas macht oder dann halt über Awareness oder so etwas. Das müsste man dann sehen, wenn es soweit ist. Das dauert noch. Ja. Und gut. Also, du kannst also in die Geisterwelt hineinschauen. Ja, das versuche ich doch jetzt einfach mal. Vielleicht sehe ich ja das Mädchen mit den Haaren. Das ist, Perception und Awareness. Das ist ein Pool von 6. Gegen die 5. In der Tat, 2 Erfolge. Ja, dort ist ein Wraith. Oh. Das ist das Mädchen, die im hinteren Bereich, also ganz hinten, irgendwo an der Wand steht, mit dem Rücken zu dir. Und so von der Bewegung her hat sie wohl so etwas wie ein Stift oder ein Stück Kreide oder so etwas und zeichnet etwas. An die Wand? Ja. Ja, dann gehe ich doch mal rüber und sag, na, guten Abend. Du kannst mit diesem Level nur die sehen, aber noch nicht kommunizieren, wenn mich nicht alles Ich weiß, aber das ist das Natürliche, wenn man jemanden sieht, dass, dass man... Du erhältst keine Antwort und es ist halt totenstill. Das Mädchen führt ihre Zeichnung fort. Du kannst auch nicht sehen, was sie... Also siehst nur sie selber und die Bewegung, die sie macht. Also nicht, dass jetzt an deiner Wand irgendwo Schriftzeichen oder ein Bild oder eine Zeichnung eben erscheinen würde. Ja, ich gucke so eine Weile zu und dann mache ich mich an meine Arbeit. Und beachte sie nicht weiter. Gut. Vielleicht gelingt es mir heute besser, den Leichnam zu stylen. Das letzte Mal war ja eher... ja, Dexterity und Crafts. Dexterity und Crafts. Ja, wunderbar. 4 Erfolge. Ja, der sieht hervorragend aus. Ja. Eine wunderbare Arbeit. Ich tätschle ihm leicht die Wange. Ja, und dann mache ich halt das, was ich immer mache. Ich warte ja meistens abends auf Kundschaft sozusagen. Es muss ja jemand hier sein, falls irgendjemand ablebt. Es klingelt. An der Tür oder am Handy? Gut, ich gehe nach oben. Es ist ja eine Glastür. Ich ziehe wieder mein Noddy-Suit aus und mein Gillette an, damit ich wieder präsentabel bin, gehe nach draußen, blicke durch die Glastüre. Da steht Ricardo. Ah, ich öffne die Tür. Onkel, einen schön, dich zu sehen. Abend. Komm doch herein. Vielen Dank. Er schreitet hinein. Ich schließe die Tür hinter ihm. Weise auf die Sitzgruppe, nimm Platz. Dankeschön. Und wie ist es dir mit dem jungen Kainiten ergangen gestern noch? Ja, sie hat versucht, mich zu beißen und von mir zu trinken. Dann habe ich Tante Anna gerufen, um sie zu unterstützen, dabei von jemand Richtigem zu trinken. Ihre Jagdmethode ist, sie sucht sich anscheinend Betrunkene und hofft das Beste.
Ich weiß jetzt, wer ihr Primogen ist, aber keiner weiß, wo er wohnt. Das heißt, ich hätte heute dann das Elysium der Toreador aufgesucht, um dort nachzufragen. Das ist in der Tat eine Idee. Ich würde mir vorstellen, dass gerade bei Melkavian einen Haven auszumachen, doch recht schwierig wird, weil sie so flatterhaft sind manchmal oder meistens. Gut, Edith jetzt nicht, aber... Ja, aber diese Lindsay. Es ist unverantwortlich. Aber ich habe mit einer Tremere gesprochen und sie hat mir gesagt, dass es nicht so ist, dass plötzlich sehr, sehr viele kleine Malkavians hier aufgetaucht wären, die alle keinen Sire hätten. Es gibt Tremere in der Stadt, das ist interessant. Ja, die Dame, die wir getroffen haben, heißt Debbie Cumberbatch. Sie ist die Nachtschicht der Bibliothekare in der University of Edinburgh. Haben sich also die Universität gegriffen? Ja, wundert mich nicht. Es liegt nahe. Ja, in der Tat. Ich sehe schon, es muss. Ich hatte immer gedacht, wir sollten vielleicht die National Bank nehmen. Nun, vielleicht weißt du es noch nicht, aber Prinz John hat damals 1685 die Bank of Scotland gegründet. Nein, das wusste ich in der Tat nicht. Da war es 95. Ich muss doch mal nachgucken. Das ist tatsächlich irgendwie das Gründungsdatum dieser Bank. Würde mich jetzt nicht wundern. Und, Moment, ich kann das parallel nochmal nachlesen in meinen Notizen. Ja, es war diejenige Tat, mit der er sich etabliert hat. Bei den Ventru ist es tatsächlich so, dass sie, wenn sie in den Clan aufgenommen werden, eine Art Prüfung ablegen, in der sie sich beweisen, dass sie etwas für den Clan tun können. Dass sie würdig sind, die Bürde, sie selber nennen es Ehre, der Mitgliedschaft in Clan Ventru auch tragen zu können. Und ich bin mir nicht ganz sicher, aber vom Gerücht her, 1695. Ich könnte mir vorstellen, dass Prinz John aus Mithras Linie stammt. Sicher bin ich mir nicht, aber es wäre nachvollziehbar. Es ist eben an den Ventru, das stetige Verlangen zu haben, die Geschicke auch der Menschen zu leiten. Und da seit 2 Jahren anscheinend Edinburgh der Sitz des schottischen Parlaments ist, haben sich die Kontrolle über das Land direkt hierher geholt. Und wenn man schon seine Finger in den Finanzen hat, vom Konzept her nicht schlecht, aber man müsste über einen kleinen Führungswechsel nachdenken irgendwann. Nun gut. Dann könnten wir das heute so machen. Elysium. Welches hattest du denn da ausgeguckt? Die National Gallery. Ah. Nicht schlecht. Möchtest du alleine mit ihr dorthin oder darf ich euch begleiten? Natürlich, jederzeit. Wir können ja einmal schauen, um sie so ein bisschen zu trainieren, in Abwesenheit ihrer Sire, dass sie ihre eigenen Fähigkeiten etwas verwendet. Vielleicht nicht alle, aber die... Ja, Tante Anna sagte irgendetwas davon, dass sie verschwinden können. Das wäre jetzt äußerst ungünstig. Ich denke nur nicht, dass sie schon so versiert darin ist, dass sie einfach vor unseren Augen verschwindet. Also zumindest ihrer Persönlichkeit nach ist es durchaus möglich, dass sie komplett verschwindet und jemand ganz anderes plötzlich vor dir steht. Sehr beeindruckend. Ja, das ist vielleicht in der Tat auch möglich, aber das Problem ist, dass sie auch, sagen wir mal, ihre
geistige Verwirrtheit, ihren geistigen Zustand mitunter auf andere übertragen können. Ja, wunderbar. Aber es ist doch eine interessante Herausforderung. Ja, das ist es wohl. Es würde mich trotzdem interessieren, ob diese Lindsay noch lebt oder ob sie und sie einfach hat aufgegeben oder ob ihr etwas zugestoßen ist. Es kennt sie niemand von den Leuten, mit denen ich gesprochen habe. Aber in dem Elysium haben wir Claire Bowers. Die könnten wir fragen, wenn sie da ist. Sie sollte da sein. Gut. Gut. Dann werden wir uns mal auf den Weg machen und sie einfach abholen. Eine hervorragende Idee. du hast bei ihr ein Handy in Auftrag gegeben? Ja. Gut, vielleicht ist es ja fertig. Dann können wir es gleich abholen. Hast du dein Auto dabei oder nehmen wir meins? Oh, ich habe meins dabei. Gut. Ja, und die Limousine, die du schon mal gesehen hast, wartet halt draußen mit Fahrer. Und sie geleitet butterweich durch den schottischen Verkehr. Uns ganz leise. Ja. In die Altstadt. Ja, und ja, du bist gerade mit der, obwohl, du kannst mal auf Dexterity, haben wir dir gesagt, Crafts oder Technology? Ja, Technology. Zum Reparieren? Ne, in dem Fall. Ja. Wir hatten irgendwas gesteigert, glaube ich, ne, bei dir. Crafts und Technology habe ich beides. Okay. Achso, ich glaube, dass so also Sachen wirklich irgendwie zu reparieren elektronisch war Technology und genau. Dieses Zusammenbasteln, Zusammensetzen, ja. Sachen austauschen, das war Crafts. Dann würfeln wir auf Dexterity Technology. Mhm. Ja, also du kannst das Handy reparieren. Funktioniert. Ja, und dann irgendwann klopft es von draußen. Nee, da war auch eine Klingel, ne? Ja. Klingelt es am Laden vorne. Am Laden oder unten bei meiner Wohnung? Kann man von außen, wenn man vor dem Laden steht, sehen, dass in der Werkstatt Licht ist? Ist das so weit offen, dass da irgendwie etwas... Nee, das ist hinten drin. Es klingelt bei beiden. Okay. Erst bei dem einen, dann bei dem anderen. Ricardo hat ja jetzt gelernt, wie man eine Klingel benutzt. Ja, genau. Und er muss nicht mehr vor meiner Tür stehen. Wo die Klingeln hingehen. ja, ich mach mal die Tür hinten auf und schau nach vorne. Richtung Glastür. Es ist dunkel. Ja gut. Kann man da so durchgucken oder sind da irgendwie Plakate vor oder ist das schon sichtbar? Man, ja? Bei der Tür kann man sicher durchschauen. Gut. Ja, ich würde mal hingehen und dann von draußen schon... Es ist Oh! Marina. Man sieht nur... Ide? Ja, und Ricardo steht da auch mit, ne? Also ja, zweit. Das ist schon wieder dieser aufdringliche Kunde. Ich sperre mal auf. Guten Abend, Fancy. Oder Edith? Ja. Seid ihr zufällig zusammen hier angekommen oder kennt ihr beide euch? Oh, wir sind verwandt. Er ist mein Onkel. Was? Ihr wohnt in der Nähe, oder? Wenn ihr beide hier wart. Nein, wir hatten uns getroffen und er hatte mir gesagt, dass er bei dir ein Handy in Auftrag gegeben hätte. Oh ja, das ist und du fertig. Und ich waren für heute verabredet. Und dann hatte ich gesagt, wir könnten genauso gut gemeinsam fahren. Okay, die Verabredung muss ich in meiner Amnesie getroffen haben, aber umso ja, besser. Ja, wir wollten gemeinsam in die National Gallery gehen, du wolltest die Bilder angucken. Ah, ein Museum. Mhm, ein sehr schönes. Denn offen? Oh ja. Es ist heute Nacht der Museen. Sind da viele Menschen? Nein,
Special Showing, nur für uns. Ich denke nicht, dass die Nationalgalerie so beliebt ist, dass dort viele Leute auch zu dieser Uhrzeit irgendwie zu Gast sein werden. Das ist spannend. Dann mache ich Ihnen... Jetzt muss ich kurz überlegen, was... Oh Gott, das ist echt... Das ist für mich schon verwirrend. Was habe ich mit ihm besprochen? Ah, ich habe ich habe keinen Auftrag für Sie gefunden gehabt gestern im Register. Aber Sie waren bei meiner Kollegin Henna, glaube ich. Die Sportsbar-Frau? Sportsbar-Frau? Ich kann mich an Tom erinnern. Ich glaube nicht, dass hier ein Tom... Okay, kommen Sie einfach mit hinter. Wir können das auch einfach so regeln. Wir brauchen nicht unbedingt einen offiziellen Auftrag, oder? Ich habe gerade erst ein Handy repariert. Ich glaube, ich möchte es sehr gerne aus diesem Laden haben. Vielleicht bekommen Sie einfach das. Ja, das können wir gerne tun. Es wird nie wieder in meiner Schublade sein, denkt sich, es ist verflucht. Weg mit diesem Teil. Okay, dann holt sie kurz von hinten das Handy und drückt sie ihm in die Hand. Das schenke ich Ihnen. Vielen Dank. Je besser es den Laden verlässt, je früher, desto besser. Das ist ein Wort. Du musst mir bei der Gelegenheit nur noch einmal beibringen, wie man es benutzt. Das ist ein Handy. Sie drücken auf grün, wenn es klingelt, und dann auf rot, wenn sie nicht mehr reden wollen. Aha. Wie ist denn die Nummer? Und ich schaue ihn so an. Ah, Moment. Dann schreibe ich die Nummer auf, klebe sie, reiß den Zettel ab, klebe ihn hinten mit Tesastreifen auf das Handy drauf. Ich rufe dieses Handy von meinem Handy aus an, damit es klingelt. Jetzt drücken Sie auf grün. Aha. Er drückt auf grün. Ans Ohr halten. Hallo? Ich spreche in das andere, rein ein paar Schritte weg. Hallo? Idis muss schmunzeln. Ah, ja. Gut. Hören Sie sie? Ja, sogar doch. Drücken Sie nochmal auf grün. Er drückt nochmal auf grün. Freisprechanlage. Also jetzt. Das hätte ich jetzt nicht gewusst, was passiert, wenn man zweimal drückt. Also Onkel, wir speichern jetzt mal meine Nummer bei dir ein. Du hast sie ja gerade bekommen. Sie steht da jetzt, dann kannst du mich anrufen und ich speichere deine Nummer bei mir ein, dann kann ich dich anrufen. Okay, gut. Okay, ich nehme ihm das so aus der Hand und zeige... Er guckt so drauf, drückt halt, auf genau, rot. Sehr gut. Gehe ich hin, ich zeige ihm mal so, dann drücken sie hier und hier. Ich erkläre ihm das Ganze nochmal, weil Nummern einspeichern war ja eigentlich schon. Vielleicht hat er ja auch ein schlechtes Gedächtnis. Oder zwei. Naja, es war ja mit Kenzie. Genau, also Idis erklärt ihm jetzt das Nummern einspeichern und speichert dann ein Nichte Marina. Oder, nee, nicht das Verwandte, keine Ahnung. Ja, er ist mein Onkel, also bin ich seine Nichte. Nichte Marina. Ja. Jetzt können Sie sich jederzeit erreichen. Sie und müssen ich? Nur schauen, dass Ihr Mobilgerät geladen ist. Sehen Sie die Balken? Ja. Wenn das auf einem ist, dann stecken Sie hier den Stecker an. So gibt es noch ein Ladegerät dazu. Und die Bedienungsanleitung. Okay, wunderbar. Und ich speichere dann seine Nummer auch ein. Unter Onkel Rick. Ihr könnt beide noch mal auf Perception Awareness würfeln. Gegen sie. Gegen die sieben einen. Sicher seid ihr euch nicht. Und du, Marina, kennst das zwischendurch mal, dass es noch irgendwo eine weitere Präsenz gibt. Und auch... In ihm oder hier? Nee, hier. Achso, ich dachte jetzt... Und auch Edith hat irgendwo so... Das war wie neulich irgendwo. Wie vorgestern war das, glaube ich. Aber du bist dir nicht ganz sicher. Es war nur so ein kurzer Moment, vielleicht so ein kleiner, so ein Schauer, der dir über den Rücken gefahren ist. Ich glaube, das Museum ist eine gute Idee. Ich hol Geld und ja, wir warten hier oben mein so lange. Handy
und... Ich denke, Geld wirst du nicht benötigen. Onkel, sie sollte sich Geld holen. Ja, ich kenne sie ja gar nicht. Also ich will nicht, dass Marina mich einlädt. Weißt du was, Marina? Ich lade dich heute ein. Und dann genau. rennt sie die Treppen runter oder hinter in den Laden wieder Treppen Onkel? Runter. Hier ist irgendjemand oder etwas. Ist das so? Mhm. Hast du jemanden mitgebracht? Er lächelt. Ein alter Frau. Freund. Seine verstorbene Frau. Ah ja. Ungefähr so hoch, lange Haare, weiblich, 10 Jahre alt? Nein. Gut, dann ist die meine. Er hat dir neulich die Nachricht gebracht. Ha, dann bedanke dich bei ihm für mich. Hochgerannt. Also Marina weiß schon, dass die Giovanni auch Geister binden können, auch wenn sie das selber ich weiß, aber wenn ich meine, es hätte ja auch sein können, dass es etwas ganz anderes ist von jemand ganz anderem. Deswegen wusste er, was in meiner Wohnung ist vielleicht. Also er hat das jetzt nicht offen gesagt, ne? Das war Ja, das weiß Shay. Ja. Das war ein Schlingel. Ja. Kenzie ist die Kaninchen. Das ist ein alter Giovanni und wir haben auch noch Geister dabei, die sie hochgehen können. Edith rennt hoch, rennt dann wieder runter, weil sie merkt, ach, verdammt, mir ist nicht kalt, aber Marina hat eine Jacke an, also muss es draußen kalt sein. Sie holt auch eine Jacke, rennt wieder hoch. Museum? Ja. Ja. Gut, dann lass uns einsteigen. Oh, ach, Sie wollen auch mit? Ja, wir sind heute mit seinem Auto unterwegs, Edith. Er hat ein tolles Auto. Viel besser als meins. Schön groß, eine Limousine. Mhm. Okay. Gut. Er fährt nicht selbst, keine Sorge. Sag ich so halblaut. Noch nicht. Vielleicht kommt das auch irgendwann an. Ja. Das ist dann aber schon fortgeschrittenes Wissen, Onkel. Dass, vorher kommt dann noch der elektrische Dosenöffner und der Entsafter für den Smoothie. Ich denke mal, dass wir noch ein paar Minuten Zeit haben auf der Fahrt, damit du mir erklärst, was das jetzt wiederum ist. Und ich erkläre ihm, wie man mit einem Entsafter und Smoothie umgeht und wie man aus schönen Konserven wunderbaren Tomatensaft machen kann, den man dann zu einer Bloody Mary mixen kann. Magst du Smoothies, Marina? Gerne, sehr sogar. Aus welchen Früchten? Tomaten. Blutorangen. Also da und Blutorangen, sehr richtig. Gemischt? Nein, natürlich nicht nacheinander, nicht gleichzeitig. Und was magst du sonst so? Essenstechnisch meinst du? Ja, nur falls du mich mal nochmal besuchst für einen Film oder also so. Also ich bin ja Italienerin und ich gucke Ricardo so an. Pasta. Oh, wir haben einen guten Italiener. Und natürlich Pizza. Okay. Und Salat. Hast du Allergien? Nein. Aber mein absolutes Lieblingsessen ist Vitello Donato. Hm, Thunfisch. Ja. Genau. Gut. Ja, ihr fahrt zur Nationalgalerie. Das ist Gebäude, welches auf der einen Seite ist so ein rundes, so ein turmartiges Ding, ist da, glaube ich, dran, wenn ich die Fotos richtig in Erinnerung habe. Und wart ihr denn schon einmal hier? Also Kenzie oder Edith wahrscheinlich nicht. Ist Marina mal irgendwo, weil die ja schon ein bisschen... Ich könnte mir es vorstellen, je nachdem, weil in manchen Galerien gibt es ja dann auch immer mal wieder so Soireen für irgendwas. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass ich möglicherweise mit Tante Anna dort war. Das ist eine Kunstgalerie oder ein Museum? Ich glaube, die National Gallery ist tatsächlich hauptsächlich Kunst und tatsächlich schottische Maler. Also was weiß ich was, da gibt es ja doch einige. Aber es ist ja oft so, dass, gerade wenn die Touristikerin ist, dann könnte ich mir vorstellen, dass da das Edinburgh City Council oder Tourist Board oder irgendwas da mal irgendwas gemacht hat und sie möglicherweise dabei war. Und es gut sein kann, dass ich meine Ausbildung dort mit ihr war. Ich könnte es mir schon vorstellen. Abgesehen davon ist es, ich meine, ich kenne Edinburgh überhaupt nicht, aber es wird schon ein sehr prominentes Gebäude sein, irgendwo mitten in der Stadt. Also bin ich zumindest mal dran vorbeigelaufen. Mit der Schule werden wir drin gewesen sein. Ich meine, das ist ja sicherlich auch, ja. Genau. Gut, wunderbar. Dann weißt du aber auch als Kaninchen, wie du dort reinkommst. Ja.
Also es ist. Man lächelt in die Kamera. Genau, es ist unbekannten Code ein und Hinz und Kunz holen einen dann ab. Nee, in dem Fall nicht, aber dadurch, dass du bekannt bist und bei den anderen ist dann wohl auch in Ordnung, dass ihr dann halt eingelassen werdet. Ja, und es ist dezentes Licht, es natürlich nicht heller leuchtet. Damit die Farben nicht Schaden nehmen, nehme ich an. Ja, vor allen Dingen, weil das auch jetzt so der Nachtbetrieb ist, wo man dann, ne, man hat tagsüber hier schon irgendwie die Beleuchtung und dass man das dann irgendwie ein bisschen dimmt des Nachts. Aber trotzdem, gut, zumindest du, Edith, kannst relativ komischerweise gut alles erkennen. Da, wo wir reingehen, gehen wir beim Eingang ein, bei der Kasse? Nein. Das ist ein Hintereingang. Mhm. Ihr seid also ein bisschen ums Gebäude rumgegangen. Und wie das auch in den anderen Streams ist mit Vampire, dass dort irgendwie ist eine Tür und dass man dort reingeht und du kommst in so eine Art Schleuse, so ein Korridor, wo halt oben eine Kamera angebracht ist. So eine Art Gegensprechanlage, aber. Ja, gut, ihr habt euch vorgestellt. Also ihr wurdet gefragt, wie ihr seid, und dann hat man noch einmal irgendwas gegengecheckt, gegen Nisten oder so. Also war eine männliche Stimme, die da. Das ist jetzt die Frage, wurde gesagt, mit Clan vorgestellt oder nicht? Weil in meinem Bewusstsein sind das ja zwei Menschen, mit denen ich unterwegs bin. Es wurde mit Clan vorgestellt. Whoopi-doop. Was du jetzt allerdings als Schottin nicht komisch findest. Ja, aber wenn man mich als Clan Malkavian vorstellt und ja, ich das eher Einzige bin, die das weiß. Es gibt keinen schottischen Clan, Giovanni, oder? Was weißt du? Nein, aber dass jemand dann sagt, er wäre ein Clan, ist jetzt nicht so merkwürdig, weil Clan bedeutet ja zunächst mal nur Familie. Das ist Familie Giovanni, also... Es gibt keinen Clan Giovanni, das ist richtig, aber dass es da vielleicht ein paar durchgeknallte Menschen in Schottland gibt, die das da als Erkennungsmerkmal nehmen, fände ich jetzt nicht so abwegig. Aber ich will auch meine Clan haben. Ja, ich will auch meine jetzt Clan Giovanni. Ja. Allerdings mit Malkavian ist es natürlich so ein Ding, weil mein Nachname ist McDonald. Naja, vor allem. Du hast echt Mac-Kavian und nicht Malkavian. Ja, Edith weiß ja, nee, also Malkavian hat es ja schon mal gehört von der Lindsay. Sie weiß nicht unbedingt, dass es ein Clan ist, aber dieses Wissen könnt ihr beide nicht haben. Nein, also wir würden dich halt vorstellen, wie sich das gehört als Clan Malkavian. Mhm. Ja gut, also schon auf dem Weg dahin raune ich Marina irgendwann zu, ihr seid reich, oder? Weil sie merkt, dass ihr nicht durch den Vordereingang gehen, wo alle Besucher reinkommen müssen bei der Open Night of Museum. Nicht wirklich, ich bin Gallery. Bestatterin, aber... Mein Onkel hat eine Erbschaft gemacht. Und wenn wir vorgestellt werden, dann gibt sie einmal kurz weg. Als du sagst, Erbschaft, dreht sich Ricardo kurz um, knackst du ein bisschen die Augen zusammen. Erbschaft. Ja. Was habt ihr denn geerbt? Ja, das ist eine sehr private Frage. Wieso? Ich meine, das, was man sonst so macht, ist ja auch privat. Mein Beruf als Bestatter, mit dem ich mein Geld verdiene, ist durchaus sehr öffentlich. Nein, aber Leute, die mir beim Trinken zuschauen, das ist das Privateste überhaupt. Da hat sie natürlich recht, Onkel. Nun gut. Ich nehme an, du bist Kenzie. Ja, ihr wart ja nicht besonders sensibel. Oh, das tut mir leid. Was schauen wir uns denn an? Wir hoffen, Claire Bowers zu treffen, damit wir vielleicht David Davies näher kommen. Sehr gut. Ja. Ricardo, das mit dem Telefon, du solltest vielleicht deine Nummer auch noch bei mir einspeichern. Oder darf ich deine Nummer einspeichern bei meinem Handy? Da ich keine Ahnung habe, wie das geht und wir ja so ein bisschen den Deal haben, dass du mir zeigst, wie das funktioniert. Er greift in die Tasche, nimmt das Telefon, hält es dir hin. Super.
Dann folge ich den beiden rein und währenddessen tippe ich von Ricardos Handy die ich Nummer. Ich murmel so vor mich hin, was heißt hier nicht sensibel? Meine Klienten haben sich noch nie über meine mangelnde Sensibilität beschwert. Und dann schreibe ich als Kontaktdaten schreibe ich rein Marinas Onkel. Mangelnde Sensibilität, ich glaube, das passt. Kenzi hat keine Sensibilität. Nee, gar nicht. Aber dafür habe ich Empathie 2. Gut, ja, also es ist so die üblichen Räumlichkeiten. Man hat halt diese Gemälde und geht da so ein bisschen durch. Jetzt schaue ich nochmal auf die Namensliste. Und ihr entdeckt einen Mann, der vor einem Gemälde steht, der leger gekleidet, also mit Sakko und irgendwie Pullover darunter, und hat dieses Bild betrachtet. So vom Alter her, er sieht noch nicht wirklich so alt aus, vielleicht Mitte, Ende 20. Also die Aufmachung passt irgendwie nicht zu dem jungen Alter. Und sie passt auch nicht zu Claire Bowers. Nein. Schade. Sieht er denn hübsch aus? Durchschnittlich. Also ist er kein Toreador. Marina, das sind jetzt alles Kaniten hier. Das kann ich gar nicht mal beantworten. Oh, es könnten auch Ghule darunter sein. Ghule? Ja, Menschen, die bei einem Kaniten in Dienststelle stehen und als Gegenleistung von ihm Blut bekommen. Sehr praktisch, sie sind tagsüber unterwegs. Blut bekommen. Die Menschen trinken dann das Blut. Ja. Und wieso macht man sowas? Weil man da nicht altert. Und auch vergleichsweise gesund bleibt. Kann man sich wandeln, also von Vampir zu Ghoul? Nein. Umgekehrt geht das. Also nicht von alleine. Ein Ghoul ist grundsätzlich menschlich, aber es ist eben ein Mensch, der kenitisches Blut getrunken hat. Ja, Moment mal. Oder es ihm eingeflößt wurde, je nachdem, wie man ihn jetzt so... Eingeflößt. Ja. Ja, gut, aber wenn ich jetzt Marinas Blut getrunken hätte, dann wäre ich von ihr abhängig gewesen. Das heißt, wenn ein Mensch mein Blut trinkt, ist er von mir abhängig? Ja. Ist es erlaubt? Unter Kaniten schon. Okay. Ghoul haben eine vielfältige Aufgabenstellung. Je nach Gusto des entsprechenden Kaniten. Gibt es dafür Regeln? Werden sie gefragt? Müssen sie irgendeinen Vertrag unterschreiben? Oh, das ist eine sehr interessante Frage, die du schon so kurz nach deinem Übertritt stellst. Das ist wirklich sehr früh. Na, ja, es gibt offensichtlich sehr viele Regeln. Ja, aber das ist schon fast eine philosophische Frage, die du jetzt stellst. Ich finde Verträge nicht sehr philosophisch. Ich wäre gespannt, wenn ihr dieses philosophische Gespräch weiterführt, dazu zu hören. Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Jemanden nicht zu fragen, ob er das werden will, ist scheiße. Das ist richtig. Denn du machst ihn im Prinzip abhängig von dir wie von einer Droge. Wir sind nicht alle moralisch. Gibt es Kainiten, die freiwillig Kainiten werden? Ja. Ja. Warum sucht man sich dann nicht nur die aus? Ich schaue ihn so an und sage, das überlasse ich jetzt dir. Okay. Äh,
als Kainit stehst du an einer anderen Stelle als die Menschen. Es kommt auf die Individualität des einzelnen Kainiten an. Die Menschen glauben, dass sie die Krone der Schöpfung wären. Und sie meinen, am Ende von ihren sogenannten Nahrungsketten zu stehen. Du sollst mittlerweile wissen, dass das nicht so ist. Es gibt ein paar mehr Kreaturen der Dunkelheit, die dort draußen herumfleuchen. Wir sind nur eine davon. Okay, Moment. Was gibt's noch? Ist vielleicht auch eine wichtige Information für euch beide. Aber ich habe unlängst erfahren, dass es mittlerweile ein Rudel Werwölfe gibt. Die außerhalb der Stadt ein Gebiet für sich beanspruchen. Wir reden jetzt schon von Menschen, die sich in Wölfe verwandeln. Ja. Den Pentland Hills Regional Park. Das ist ein großes Parkgebiet südlich von Edinburgh. Und das ist schlimm, weil die Werwölfe erklärte Feinde von uns sind. Und es sind sehr gefährliche Gegner. Okay, wir brauchen wirklich. Können wir bitte einen Termin machen, dass wir uns irgendwann zusammensetzen und mir diese Regeln nochmal erklärt werden und mit wem ich verfeindet bin und mit wem nicht und mit wem ich reden darf und mit wem nicht? Und wer. Das können wir durchaus gleich klären. Gleich jetzt und hier. Also wir. Ich habe das Gefühl, bei jedem Satz, den du sagst, Ricardo, stelle ich mindestens 3 neue Fragen. Ich werde zusehen, diese Fragen zu beantworten. Soweit es mir möglich ist. Oder erlaubt. Wie erkenne ich einen Werwolf? Es wird noch einen Augenblick dauern, dann wirst du tatsächlich die Möglichkeit haben, dies zu tun. Gut. Bitte? Es ist in ihrer Aura. Es ist jemand von Ihnen hier? Was für eine Aura? Sie meinte, einfach als Fähigkeit, einen Werwolf zu erkennen. Moment, aber Aura, ja. Also, kennt man ja so von, weiß ich nicht, Büchern? Wenn wir uns vielleicht hierher setzen wollen, ihr seid jetzt in so einem großen Raum, und das ist ja vielfach so, dass dann irgendwie so Sitzbänke aufgestellt sind, wo man halt sich vor ein Gemälde hinsetzen kann, um es dann in Ruhe zu betrachten. Und da könnt ihr euch jetzt dann halt hinsetzen. Also du als May Kevin, ich hatte dir ja schon gesagt, dass du über eine übernatürliche Wahrnehmung verfügst. Und hier wird es alsbald möglich sein, die Aura eines Individuums zu erkennen. Die Aura? Ja. Du konzentrierst dich auf diese Person und es ist wie ein Leuchten, welches diese Person umgibt. Es ist eine sehr schwache Aura, dann handelt es sich um einen Kainiten. Es ist eine normal helle Aura, dann handelt es sich um einen Menschen. Und wenn sie sehr, sehr hell strahlt, dann ist es vermutlich ein Werwolf. Oder ein Magier. Und was sehe ich da genau? Also was ist die Aura? Also aus was besteht die? Das wäre jetzt auch schon fast eine philosophische Frage. Wenn man es genau nimmt, wäre es am einfachsten als Seele zu übersetzen. Das heißt, ich habe eine schwache Seele? Das ist eins der vielen Geheimnisse, die es vielleicht zu klären gilt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es Kainiten gibt, die das wirklich entschlüsselt haben. Aber ja. Das heißt, weil wenn man wir so als Untots gelten. Oder Untot sind. Also ist die Seele mit dem Leben irgendwie verbunden. Sie ist zumindest noch an dem untoten Körper anhaftend. Gibt es denn eine Aura ohne Körper? Also Geister oder sowas?
Ja, die gibt es auch. Aber das wird für dich schwierig zu sehen. Es sei denn, sie entscheiden sich, sich dir zu zeigen. Sie bewegen sich im Umbra. Sind die böse? Das kommt auf den Geist an. Einige Geister sind verwirrt, einige sind verängstigt, einige sind zornig und einige sind sehr, sehr böse. Man sollte sich mit denen lieber nicht anlegen. Genauso wie auch mit den Werwölfen. Also wenn du es hinbekommst, einen Werwolf so nahe zu sein, dass du seine Aura lesen kannst, auch die Werwölfe haben ein entsprechend übernatürliches Gespür für unsere Art und es ist wahrscheinlich dann das Letzte, was du tust, wenn du seine Aura liest. Gibt es irgendwie eine Insel oder irgendwas, wo man hinwechseln könnte, wo es einfach das alles nicht gibt? Du müsstest zumindest mit einer Siedlung an Menschen dort verbringen. Also ganz allein wird nicht funktionieren. Es sei denn, du bist, wie würde man das nennen, einen vegetarischen Vampir, der von Tieren trinkt und du müsstest halt selber, wobei der Umgang... Das geht. Linzer hat gesagt, das funktioniert nicht. Es ist mühselig und schmeckt halt nicht besonders gut. Also keine Meeresbiologin. Oh, gerade von Meerestieren. Wobei, wenn man so etwas wie ein Delfin oder so etwas, aber man muss an dieses Tier ja auch herankommen. Nein. Delfine, beziehungsweise überhaupt Tiere, haben einen Instinkt. Und sie wissen, dass mit uns etwas nicht stimmt. Oder sie spüren es oder sie vermuten es und haben meistens Angst. Das ist schlecht. Edith mag Tiere. Es sei denn, du bekommst es hin, einem Tier von deinem Blut zu geben. Nein. Okay, das mit dem Aura-Lesen. Wie funktioniert das? Also bei dem Mann, der das Bild da vorne anschaut, steht er da noch? Nee, also das war ein paar Räume weiter. Achso. Der hat euch nur zugenickt. Ein bisschen Augenkontakt, aber dadurch, dass irgendwo... Es war so ein bisschen dieses, man starrt sich kurz an, hat aber jetzt irgendwo... Er hatte nicht das Bedürfnis, mit uns zu reden, also mit euch jetzt. Ja. Und umgekehrt wohl auch nicht. Dann nickt man sich zu und geht weiter. Das ist mehr so eine Kommunikation, eine nonverbale Kommunikation, dass man einfach so, nee, wir wollen nichts voneinander, geht der andere halt weiter. Marina, dürfte ich deine Aura lesen? Bitte, tu dir keinen Zwang an. Ich weiß ja nicht, was man da alles noch sieht. Ich weiß es auch nicht. Naja, wenn man genau genug schaut, kann man die emotionale Verfassung von jemandem erkennen. Das ist cool. Also Marina ist ja sehr gechillt, also was auch immer da. Das Problem jetzt regeltechnisch ist, dass du noch kein Auspex 2 hast. Ja. Also du kannst dich jetzt darauf konzentrieren, wenn er das, wie er es gerade erklärt hat, aber es passiert halt nichts. Also wie muss ich mich, also was muss ich machen? Du konzentrierst dich auf eine Person. Ich starr sie an. Wie lange? Nein, ich meine, ich das frage ich ihn nicht. Soll ich sie einfach anstarren? Zum Beispiel, du kannst, ja, obwohl, es ist mehr so, als ob du dir vorstellst, wie du vielleicht so etwas wie eine Hand ausstreckst, eine geistige Hand. Also nicht, dass du jetzt wirklich physisch dort in die Richtung greifst, um diese Person zu spüren. Okay, Leute, ihr seid so strange. Ich probiere das jetzt. Also, Marina... Ich halte mich total still und schaue sie auch an. Schau mal auf das Bild oder so. Ich schaue auf das Bild. Okay. Ich schaue sie an. Ich schaue auf das Bild. Und nachdem ich erst mal versuche, sie nur anzustarren, um irgendwas zu sehen, zwingend zu sehen, schweife ich wahrscheinlich irgendwann ein bisschen ab.
Ja, und denke nach über irgendwelche Jahrmarktsleute, die die Auren lesen, ob das dann auch so funktioniert. Und welche Farbe habe ich? Bin ich rosa? Pfirsichfarben? Rot? Schwarz wie die Nacht. Oh, das damit kann ich leben. Es kommt in meinem Beruf wirklich gut. Schwarz ist eine unserer bevorzugten Farben. Nein. Nein, leider habe ich nicht. Wenn jemand eine schwarze Aura hat, dann solltet ihr sehr, sehr vorsichtig mit dieser Person sein. Weil sie ein Werwolf ist? Ach nee, die leuchten nur heller. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dir das jetzt schon so erklären sollte. Sagen wir einfach, dass diese Leute eher gefährlich sind. Anders gefährlich als die Werwölfe, aber halt von ihnen Abstand. Sind sie kein Nieten? Ja, das war auch meine Frage. Oder könnte es alles sein? Es gibt Mächte jenseits von unserer Welt, die immer wieder versuchen, unsere Welt zuzugreifen. Aliens. Es gibt Aliens. Die gibt es auch. Kennst du, schreit jetzt. Es gibt Aliens. Ja, es gibt auf jeden Fall Außerirdische, aber ich glaube, das hier ist was anderes. Wie auf jeden Fall? Kann man die treffen? Das Universum ist unendlich groß. Das wissen wir seit Einstein. Die Chancen, dass es nicht noch außerirdisches Leben gibt, sind gleich null. Allerdings ist die Frage, was du dann unter Aliens verstehst. Wenn da eine kleine Mikrobe von Alpha Centauri vorbeikommt, wärst du dann besonders begeistert? Würdest du sie als Leben respektieren? Also ich rede jetzt eher von Red Planet, der kam letztes Jahr raus. Den habe ich nicht gesehen. Der kam immer nur in der Martinet. So Astronauten, die auf den Mars wollen und so. Nein, ich spreche sicherlich nicht von Außerirdischen. Nein, aber die schwarze Aura ist nicht die von Außerirdischen. Nein. Auf dem Mars gibt es außerdem auch keine Lebewesen. Dämonisch? Na dann. Okay. Es ist gut, wenn du lernst, Auren zu lesen, denn dann weißt du, wenn du etwas Schwarzes siehst, einfach in eine andere Richtung gehen. Es ist gut, wenn du lernst, wie man Leute ihren Kopf anders gestaltet. Dann könnten wir nämlich unterwegs sein und ich sag dir, wer dämonisch ist und du besorgst mir Cocktails. Wie bitte? Ich hab's jetzt auch nicht verstanden. Ist das Teil des Romans? Wir reden mit einer Make-up-Fan. Sehr gut. Was? Also. Du lernst, wie man das macht, was Ricardo und deine Tante gemacht haben. Ach so, gut, ich verstehe, was du meinst. Du hast es nur etwas merkwürdig ausgedrückt, denn sie ändern nicht den Kopf einer anderen Person. Ich hatte doch gedacht, dass sie reden kommt und irgendwas hinmalt. Nein, sie ändern ihren Kopf. Ich habe es gesehen. Sie reden mit den Leuten und sagen ihnen was und dann haben sie sie in ihrem Kopf verändert. Also, die glauben das. Die machen auch, was sie sagen. Ja, sie haben ihre Vorstellung geändert, das ist richtig. Die Erinnerung, ja. Die Erinnerung, ja. Okay, die Erinnerung. Ja, genau. Ich meine, es ist ja nicht so, als würde ich nicht dran arbeiten. Aber nicht mit mir. Nein, natürlich nicht. Ich habe kein Interesse daran, dein Erinnerungsvermögen zu manipulieren. Es ist schon schlecht genug, wie es ist. Und auch nicht mit Edith. Ja, mit der schon gleich 5-mal nicht. Gut. Es könnte lustige Nebeneffekte haben, wenn du bei mir versuchst, Onkel, wir möchten das nicht sehen. Nein, nein, selbstverständlich nicht. Wir sollten jetzt aber mal schauen, ob wir Miss Bowers finden. Kenzie, hast du noch weitere Fragen? Nein. Ich glaube, das reicht für meinen Kopf. Wobei, ein Thema hatte ich ja noch, das hatte ich neulich angesprochen, Stichwort Traditionen. Oh ja, ich weiß jetzt, dass es lauter Feindschaften gibt zwischen Clans. Und deine Schwester? Tante Anna.
Ja. Ja. Tante Anna mag keine Trimäer. Und ich glaube auch keine Malkavian. Oder nur mich nicht, ich weiß noch nicht ganz. Nun, Anna hat viel Geschäftliches zu tun. Vielleicht war sie einfach nur gestresst. Das mit dem Trimäer kann natürlich sein. Ich möchte jetzt nicht für Tante Anna sprechen. Aber Debbie war eigentlich sehr freundlich. Ja, Debbie hat sie ja nicht persönlich kennengelernt. Ich glaube, es war mehr so eine allgemeine Information. So wie man Anhänger von Celtic Glasgow nicht mag. Ja. Also ja, Traditionen. Ja, er beginnt dir über die 6 Traditionen des Kain zu erzählen. Guck ich die jetzt spontan zusammenkriege. Das erste ist die Maskerade. Er hat die mir ja schon erzählt. Maskerade-Domäne, Nachwuchs ist legal oder illegal, muss man anmelden. Ah, perfekt, wunderbar. Mein Sire hat die Verantwortung. Gastfreundschaft. Ja. Man darf keine Kaniten töten, stimmt, das steht sogar hier. 6 Traditionen. Ach so, gut, ja, dann hat's. Dann, ich habe aufgepasst, Ricardo. Mhm. Sehr gut, sehr gut. Dann fragt er ja danach, ob du die noch weißt. Sie zählt ihm alle 6 auf. Gut, und 7. Tradition, ich darf nichts aufschreiben, nicht mal mit Sicherheitscode, aber das wolltest du nochmal nachfragen. Ob man inzwischen die Sachen auch abtippen darf mit Sicherheitscodes und so. Ja, das wollte ich noch. Tut mir leid, bin ich noch nicht zugekommen. Macht nichts, ich komme auch nicht zu viel. Zumindest dazu, ein Handy zu reparieren. Das war ich nicht. Ach so. Vielleicht. Ich muss rausfinden, wo David Davis nicht lebt, unlebt, ich weiß nicht. Untot ist. Ja. Ich muss dringend rausfinden, was meine Aufgabe ist. Du hast nämlich gesagt, es gibt auch, also man muss ja den Nachwuchs anmelden, das hast du gesagt. Und dass man nicht einfach irgendjemanden verwandeln darf. Also muss es einen Grund dafür geben, dass Lindsay mich geboren hat. Ja, wenn sie denn überhaupt noch davon zu berichten weiß, Ja, vielleicht weiß er ja, was mit ihr passiert. Kann es sein, dass Lindsay einen Gedächtnisverlust leidet? Lindsay? Mhm. Ich weiß nicht, ich habe nicht so viel mit ihr geredet. Sie hat mir auf jeden Fall mehrmals erklärt, was der Maskeradebruch ist. Aber irgendwie ist sie nie zu Regel 2 bis 6 gekommen, immer nur zu Regel 1. Es gibt durchaus die Möglichkeit, dass Malkavian auch an chronischer Amnesie leidet. Was es leidet, dass eins der Repräsentationen ist, die das malkavianische Vitae so mit sich bringen. Na wunderbar. Dann sollte sie sich aber dran gewöhnt haben und sich Dinge aufschreiben. Vielleicht hat sie vergessen, sich etwas aufzuschreiben. Oder sie hat vergessen, was sie aufschreiben wollte. Das kann auch sein. Aber auch das müsste David Davis wissen. Je nachdem, was mit ihm so los ist. Oh, meine Güte. Warum? Warum dieser Clan? Ja, das fragen sich sicherlich nicht nur das wir ist 3. Eine wahnsinnig gute Frage. Was ist eigentlich mein Wahnsinn? Ich werde es noch rausfinden. Ja. Ich denke mal, das ist ein etwas Intimes, was nur ein Malkavian so Blick zu ich schau so. Vielleicht bin ich einfach unglaublich gut aussehend und charmant. Mhm. Das ist dein Wahn. Sein. Gut. Ja, dann lass uns jetzt mal Claire suchen. Ja, ihr geht dann noch so ein bisschen weiter durch dieses Elysium und trefft auch wieder auf den Mann von vorhin, der jetzt vor einem anderen Bild steht. Und, guten Abend. Er dreht sich um. Guten Abend. Guten Abend. Von einem zum anderen. Marino Giovanni, mein Name. Mit wem habe ich das Vergnügen? Grant. Hamish Grant. Clan Brucher.
Sind Sie Kritiker? Nein. Ich bin öfter mal hier. Ich mag die schottische Kunst. Wissen Sie, ob Claire Bowers hier ist? Ich habe sie vorhin noch gesehen, ja, in der Tat. Wo? Und ich blicke mich so sehr pronounced um, damit er sieht, dass nur ich habe sie vorhin gesehen, nicht hin. Nun, sie spaziert auch hier durch, um nach dem Rechten zu sehen. Wenn man sich etwas bewegt, dann wird man über früher oder später direkt auf sie treffen. Ich habe sie noch nie gesehen vorher. Ich vermute, sie sieht aus wie eine typische Toreador. Ja. Wie schauen denn typische Toreadore aus? Das, meine Liebe, wirst du dann sehen. Oh, wie unhöflich von mir. Kenzie von Clan Malkavian. Kein Nachteil. Er nickt. Wenn Sie Kunst mögen, dann sollten Sie mal ins Royal Museum. Da gibt es nämlich auch eine fantastische Technikausstellung. Ja, ich kenne diese Technikausstellung. Super, ha? Nur heute sollte es wieder Kunst sein. Mir war so danach. Das kann ich verstehen. Es war schön, Sie kennenzulernen, Hamish. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Danke, Ihnen ebenso. Tschüss. So, und ich gehe jetzt dann etwas schnelleren Schrittes durch die Hallen und horche auch darauf, ob ich andere Damenschritte höre, die nicht Kenzies und meine sind. Oh Gott, also irgendwann kennt man alle Museen auswendig, wenn man unendlich lebt. Nicht alle finden sich im Museum ab. Nun, manchmal verändert sich ja ein solches Museum auch, nicht wahr? Es werden Bilder ausgeliehen und neue Bilder kommen hinzu. Es wird mal... Ja, Bilder. Weißt du, wenn ich sage dir eins, wenn die Museumswärter so richtig Spaß haben wollen, vertauschen sie nachts zwei Bilder, aber nicht die Informationskarten darunter. Dann steht man vor einem Bild und sagt, ist das nicht eine wunderbare Landschaft von Turner? Und in Wirklichkeit ist es ein Magritte. Ich glaube, jetzt ist deine Aura blau. Warum? Du redest genauso wie Leute, die blau sind. Quatsch. Du weißt schon, dass das mit dem Alkohol bei uns nicht funktioniert. Da müssten wir schon jemanden trinken, der alkoholisiert ist. Yep. Ich glaube, das kennst du da eventuell sogar in Erfahrung. Die sind nicht alkoholisiert. Whisky kann auch gut schmecken in Menschen. Ja, allerdings höre ich Frau Bowers. Reception Alertness, wenn du mal horchen möchtest. Ihr könnt das beide machen. Nee, ich konzentriere mich auf ihre Aura, weil ich wissen will, welche Farbe sie jetzt hat, auch wenn ich das nicht sehen kann. Zwei Erfolge. Ich überlege gerade, was in so einer Galerie für ein Bodenbelag ist. Also es kann gut sein, dass die tatsächlich Holzboden haben. Holzboden? Ja. Manche haben, also das Haus der Kunst in München hat einen Steinboden. An vielen Stellen, also richtig große Steine, also so richtig solche Marmor. Da halt's auch ganz schön. Es hängt echt davon ab, wie alt auch das Gebäude ist. Auf den Bildern sah das jetzt nicht unbedingt so alt aus. Das müsste ich nochmal beschreiben. Dann kann sein, dass es tatsächlich irgendwie. Also es hätte wahrscheinlich eher so ein Laminat, weil nämlich Filz, das tritt sich ja total schnell ab. Ich nehme an, dass die dann wahrscheinlich sehr, 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 sehr Heavy-Duty-Laminatboden haben, die du auch in Kaufhäusern findest. Hier gibt es ein Bild. Vom Boden? Mhm. Also mit Boden. Wow. Parkett? Nee, das schaut aus wie so Stein oder Fliesen. Ja, dann würde man sie wahrscheinlich schon... Also zumindest ein Hartboden. Also man würde hochhackige Frauenschuhen darauf hören. Man hört ja meine Schuhe. Jetzt auch. Ja. Klack, 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 klack. Ich habe keine hohen Schuhe. Aber ich. Ja, aber die, wie habe ich es jetzt genannt? Claire, genau. Claire. Aber es ist noch ein bisschen weg, also vielleicht ein Stockwerk drüber oder drunter. Ich will das so ausstellen, du hast so offene Treppen zwischendrin und. Jetzt pass mal auf. Du siehst, dass ich dich anstarre. Wunderbar, wir spielen jetzt ein Spiel. Wir suchen jetzt Claire Bowers. Komm. Meinst du, wir sollten nach oben oder nach unten? Komm, streng dich an.
Okay, ich versuche mich anzustrengen und... Gleichzeitig mich anzustarren, nee, ja. Nee, jetzt hat mich auf diese Schritte zu konzentrieren, die sie ja gehört hat gerade. Ja, Perception klar. Alertness gegen 4. Kann ich auch nochmal? Lass mal sie erstmal. Bei dir okay. Ist es einfacher, weil du jetzt dich ein bisschen konzentrierst. Und auf einmal, dass das Licht scheint heller zu werden und die Geräusche wären sehr viel deutlicher. Ich habe eine 10 und eine 1, das bringt mir dann nichts, aber eine 9, also einen. Mhm. Tendenziell würdest du sagen von oben, aber es ist schon sehr faszinierend, wie fein du auf einmal hören kannst, also und sehen. Ich fasse Marina an. Oben. Gut, dann oben. Und ich schaue sie an, ob ich irgendwas... Ich sehe sie wahrscheinlich sehr genau, aber keine Farbe, oder? Falte, die sie hat und jedes einzelne graue Haar in ihrem schwarzen Zopf. Wirklich? Ja, wahrscheinlich schon, oder? Sie sieht jetzt wahrscheinlich besonders scharf. Also Auspex 1 heißt Heightened Senses, das heißt, deine Sinne sind aufs Höchste geschärft. Und damit kannst du auch solche Details sehen. Du siehst mich in 1920 mal 1080 High Definition. Okay. Also oben und Marina. Ja. Deine Ausstrahlung ist nicht farbig, sie ist scharf. Deine Aura. Ja, wunderbar. Dann lass uns gehen mit meiner scharfen Aura und dir. Ich kann's! Wenn du jetzt so laut schreist, hört es dich dann auch selber ja, extrem laut? Ja. Oh. Du solltest nicht so laut schreien. Ich habe ja keine Ahnung, was vor sich geht. Mhm. Ich kann's. Wunderbar. Wie kann ich es jetzt gehen? An Ricardo, wie stelle ich es ab? Indem du einfach zur Ruhe kommst, vielleicht auf dich selber konzentrierst und. Vielleicht ja. Gehe ich. Atme tief ein und aus und konzentriere dich auf deine Atmung. Ich würde sagen, ein Stück trinken, aber es ist ja... Nein, das machen Stück wir jetzt Wasser nicht. Trinken. Aber du kannst ja nicht hyperventilieren. Konzentriere dich einfach ein, aber aus, ich kann mir Wasser ins Gesicht aus. Spritzen. Gut, da drüben ist ein Waschraum. Wir warten so lange. Ja, dann gehe ich in den Ladies Restroom und konzentriere mich auf meine Atmung und spritze mir Wasser ins Gesicht und dann komme ich vermutlich sehr zur Ruhe. Kommst du sehr zur Ruhe? Ja, und wundere mich... Im Spiegel. Warum? Wo bin ich hier? Naja, ich weiß, ich bin in der National Gallery wahrscheinlich. Wieder mal mit Amnesie. Die Arme. Wobei Edis kommt jetzt wieder zu sich und steht, in der Toilette. In der Toilette. Mit mehreren Waschbecken. Mit laufendem Wasser. Sieht wie so eine öffentliche Toilette aus. Also irgendwie was. Und du hast keine Ahnung, wie du hierher gekommen bist. Mhm. Ich drehe auf jeden Fall den Wasserhahn zu, gehe sofort auf den Boden und schaue, ob in den Toiletten jemand ist. Nein, da ist niemand. Keine Schuhe zu sehen. Dann mache ich die Tür auf und schaue so aus einem Spalt raus. Ja, da ist noch so ein kleiner Korridor, den du erst lang müsstest. Deswegen okay, ich Bilder weiß nicht, wo ich bin. Sie sieht sie uns nicht. Ihr steht draußen. Also das ist so ein kleiner Fuß. Also das ist ja Schottland. Ich habe deine Nummer nicht, oder? Das ist immer so ein bisschen unauffällig. Ah doch, ich schaue in mein Handy. Mhm. Du hast die von meinem Onkel. Da sind neue Nummern abgespeichert, die du vorher noch nicht hattest. Mhm. Ja, und nicht, da sehe ich Marinas Onkel. Ja. Und dann überlege ich kurz. Ich weiß nicht, wen ich anrufen kann. Ich weiß nicht, wo ich bin. Dann rufe ich Ricardo an. Ihr beiden steht da draußen. Auf einmal düdelt das Handy von Ricardo. Ich habe einen schönen Ton eingestellt. Guckt von sich runter, langt da so rein, und zieht es raus. Ich muss auf den grünen Knopf drücken. Ja. Er drückt da drauf. Das ist wunderbar. Hält sich ans Ohr. Hallo? Herr Ricardo? Ja. Könnten Sie mir die Nummer von Ihrer Nichte geben? Die müsstest du abgespeichert haben. Hab ich? Ich glaube nicht. Er hat ihr
sein Handy gegeben, auf dessen Rückseite sie seine Nummer getaped hatte. Die hat sie abgeschrieben. Ich also deine hast du, hat sie nicht. Wir haben nicht Nummer getauscht. Okay. Vielleicht kommst du einfach raus? Ist das... Wo sind... Also, ich... Ist das Kenzie? Edith. Dann gib mir doch mal das Telefon. Erreicht dir das Telefon? Edith? Marina? Ja, ich bin's. Wo seid ihr denn hin? Wir sind draußen vor dem Waschraum. Du wolltest dich frisch machen. Sind wir in der... Wir sind in der National Gallery. Im Erdgeschoss? Ja, der erste Etage, also irgendwo. In der ersten Etage. Ach so. Wir wollten nach oben gehen, aber du wolltest dir Wasser ins Gesicht spritzen. Okay. Du bist zu schnell die Treppen raufgerannt. Und dir geht's gut? Mir geht's sehr gut. Ich habe nur einen leicht trockenen Husten, aber sonst ist alles in Ordnung. Und Ricardo auch? Ricardo geht es ausgezeichnet. Sie grinst doch so ein bisschen schelmisch. Ja, sie weiß ja nicht, ob sie schon wieder gedruckt hat hier. Angesprungen. Es geht uns beiden ausgezeichnet. Dann komme ich jetzt mal raus. Ja, bis gleich. Wir freuen uns. Okay, jetzt steckt sie das Handy wieder weg und denkt sich, die denken doch, du bist total bescheuert, Edith, wenn du sie aus dem Klo anrufst und auch noch sagst, du gehst aufs Klo. Wie erkläre ich das? Ja, du steckst ein. Ricardo, haben wir in unseren Reihen irgendwo Psychiater? Sehr gut. Das ist eine sehr interessante Frage. Trimär vielleicht? Weißt du, was wirklich wahnsinnig wäre? Wenn David was? Davis ein Psychiater ist. Das lustige OT ist, David Davis ist einer der Architekten von Brexit. Der Mann ist Politiker bei den Tories. Oh. Ich dachte, das war Absicht. Nein. Deswegen habe ich mich zwei Folgen lang her nicht analysiert. So. Nein, das ist so ein richtig malkavianischer Plot. Ja, wir stürzen eine ganze Nation in Unglück, indem wir sie zu einem politischen Selbstmord. Also, die Namensgebung hier erfolgt rein zufällig und sollte, also jedwede Ähnlichkeit mit lebenden oder toten Personen ist rein zufällig. Ja. Genau, in der Tat. Nee, ich hab, David McDavies ist vielleicht Psychiater, wir wissen. So. Davies. Nein, also ich mache das jetzt mittlerweile so, wenn man irgendwo Namen braucht, für alle diejenigen von euch, die vielleicht auch irgendwie mal spielleiten wollen in so einem Gegenwarts-Rollenspiel, der Abspann von Kinofilmen ist ein reichhaltiger Fundus an Namen ohne Ende, wenn man sich das einmal anguckt. Dieser ganze Cast und die Statisten, die da aufgelistet werden, man hat irrsinnig viele Namen. Ich weiß nicht mehr, von welchem Film das ist. Ich weiß es schon. Brexit, the movie. Gibt es sowas? Ich meine, das neulich in der ARD-Mediathek sowas gesehen zu haben. Noch tatsächlich, dass die irgendwo einen Film gemacht haben. Also ich denke, der Name ist dir deswegen geläufig, weil der war eine Zeit lang in aller Munde. Also der ist jetzt, der ist abgesägt, der macht nichts mehr. Aber der war mal eine Zeit lang super wichtig. Der war auch der Chief Negotiator. Ich habe die Vornamen und die Nachnamen einfach untereinander in Excel reingeschrieben, habe sie alphabetisch geordnet und mir dann für die NSCs welche rausgesucht und David Davies stand vom Alphabet her genau neben dann. Ja, ich meine, wer nennt sein Kind David, wenn der Nachname Davies ist? Also. Oh, da gibt's die irrsinnigsten. Ja. Also in unserer Welt ist David Davies nicht der David Davies. Ja. Wie ich neulich auf YouTube erfahren habe, gibt es in Deutschland auch einen einzigen Max Mustermann, der tatsächlich so heißt. Oh, der arme Mann. Das ist wirklich zum Heulen. Kommt Edith raus? Ja, die spritzt sich nochmal Wasser ins Gesicht und überlegt jetzt, wie sie euch erklärt, warum sie von der Toilette aus anruft. Ricardo, wenn du mit ihr allein bist, dann kannst du sie nicht mal aus der Toilette holen. Das wäre absolut nicht machbar. Du müsstest irgendeine Frau vorschicken. Oh. Ja. Ich könnte noch jemand anderen vorschicken, der weder Mann noch Frau ist. Ich glaube, das würde sie noch mehr ängstigen. Dann kommt Kenzie wieder raus. Sie kommt auf jeden Kenzie Fall raus. Nein, wenn er sowas machen würde, würde Kenzie wieder rauskommen. Ja, sie kommt jetzt da raus. Hi, Edith. Hi.
Komm, wir wollten jemanden suchen gehen. Claire Bowers, komm mit. Sie ist ein Stockwerk okay. über uns. Noch besser, wenn sie sich gar nicht erklären muss. Dann kommt sie hinterher. Ist mit ihr alles in Ordnung? Ja. Sie sieht fabelhaft aus. Ich glaube, sie... Ich habe manchmal Probleme mit meiner Erinnerung vielleicht von einem Unfall oder so. Hirntrauma, Onkel. Hirntrauma kommt häufiger vor. Mhm. Beim Autofahren. Vielleicht wirklich, ja. Jetzt überlegt sie, hatte sie einen Autounfall? Hatte sie irgendeinen Unfall? Einen kinetischen Unfall, aber das können die zwei ja nicht wissen. Oder doch? Was war das am Eingang? Am Eingang? Wie meinst du? Ihr heißt unterschiedlich. Ihr habt mich nicht als Edith, wie heiße ich, Williams vorgestellt. Also schon, ja. Aber ihr habt noch was dazu gesagt. Kleine McAvian? Sie kann nicht blass werden, gell? Nein, du bist schon leichenblass. Ja, Onkel, ich weiß nicht, wie wir ihr das jetzt erklären wollen. Dass du eine Kainitin bist, hast du mittlerweile mitbekommen, oder? Sie kann ja nicht mal nach Luft schnappen. Aber ja, automatisch wird das gemacht. Ja. Du kannst es auf jeden Fall machen. Du hast gestern doch mitbekommen, dass ich... Wir sind auch Kainiten. Vampir. Ich habe von einer Kainitin getrunken. Nein, hast du nicht. Ich habe von einer Kainitin getrunken. Hast du nicht. Oje. Das ist der interessanteste Museumsbesuch seit 120 Jahren. Das hilft jetzt nicht, Onkel. Bei allem Respekt. Das hilft jetzt gar nicht. Deswegen suchen wir jetzt Claire. Kennen Sie? Hi. Gut, dann machen wir uns mal auf den Weg. Ich verstehe, warum kein Clan einen Neoniten einem anderen Clan übergibt, weil ganz ehrlich, du bist auch Neonit. Ja, aber ich bin bei meinen eigenen Leuten. Man stelle sich vor, dass Lindsay hier gewesen wäre und mit der theoretisch ihr angedichteten Amnesie jetzt versucht, mit Kenzie, Edith klarzukommen. Welch chaotische Mischung, nicht wahr? Ja. Das Alter hat seine Vorzüge. Man ist viel schlauer, Onkel. Man ist viel schlauer. Lass uns jetzt Claire suchen. Mich nochmal drauf konzentrieren, ob ich irgendwo... Oder was heißt konzentrieren? Ich einfach mal so hören, ob man jetzt ihre Schritte noch irgendwo hört. Ja, hör doch mal. Horcht euch mal. Würfel gerne nochmal. Also könnt ihr doch beide würfeln. Achso, hört man die so nicht? Oder? Die bleibt ja zwischendurch auch mal stehen. Also okay. Das ist ja... Nee, die läuft ja immer oben auf und ab, damit wir sie leichter finden. Außerdem hat sie noch so ein Ausrufezeichen über dem Kopf schweben. Was war das war... Wie so ein Computerspiel, so ein Quest-Symbol. Genau. Ein Erfolg. Das war wieder Awareness und Perception? Alertness in dem Fall. Perception und Alertness. Genau. Das ist halt so für die normale akustische Wahrnehmung, also das, was Sinnesschärfe ist. Und Awareness ist dann halt für das Übernatürliche. Ja, ihr wisst ja, dass ihr nach oben müsst. Da kann man durchaus mal das dann so kurze Schritt folgen. Mhm. Okay. Ja, dann kommt ihr nach oben. Und dort teilt es sich natürlich auch wieder auf in diese verschiedenen Räumlichkeiten. Ihr habt vorne die Beschriftung, was für eine Ausstellung hier gerade stattfindet. Da scheint wohl irgendwie eine Ausstellung zu sein von relativ jungen Künstlern, die hier irgendwo die Chance haben sollen, einmal was von ihrer jungen Kunst zu präsentieren.
Und Ricardo überlegt so ein bisschen, ja, das ist vielleicht auch eine Methode, um potenzielle Kandidaten für ihren Clan zu rekrutieren. Oh Mann. Was macht denn ihr Clan? Das wirst du sehen, wenn du sie siehst. Vertrau mir einfach. Ja, und dadurch, dass auch Toreador ein sehr feines Gehör haben, die Schritte stocken erst und kommen so in eure Richtung. Und dann kommt eine sehr, sehr attraktive Frau um die Ecke. Sie kommt. Lange blonde Haare. Gestylt. Ein schickes Kleid an auch. Wahrscheinlich höchst geschmackvoll, aber. Ja, mhm. Auf jeden Fall. Ja, die eben schon gehörten hochhackigen Schuhe passend dazu. So ein bisschen Goldschmuck. Oh, guten Abend. Willkommen in meinem Elysium. Mein Name ist Claire Bowers. Mit wem habe ich denn das Vergnügen? Ich kenne euch noch nicht. Guten Abend. Guten Abend. Darf ich vorstellen? Ricardo Paganini. Kennt Sie? Clan Giovanni. Mein Name ist Marina Giovanni. Das ist Kenzie. Vom Clan Malkavian. Muss man eigentlich knixen oder so? Nein. Gut. Ich denke, das ist nicht notwendig. Clan Giovanni. Ja. Malkavian. Die guckt so ein bisschen skeptisch. Tut mir leid. Ich habe nicht oft mit euch zu tun. Sie guckt so zwischen Ricardo und Marina hin und her. Aber gut, was kann ich denn für euch tun? Warum? Seid ihr verfeindet? Nein, nicht, dass ich wüsste. Sie guckt euch wieder an. Ricardo lächelt nur so ein bisschen. Du bist doch hier... Bist du der Primogen von den Troubadour? Wie heißen die? Troubadour. Es gibt sicherlich auch durchaus Mitglieder vom Clan, ich wollte gerade sagen Clan und Haus, nein, Clan Toreador, die sich der Musik widmen und in der Tat bin ich auch Primogen. Kennen Sie vielleicht dann den Primogen von meinem Clan? David? Selbstverständlich. Oh. Darf man Halleluja sagen als Kainit? Ja, da passiert nichts. Du wirst nicht gleich in Flammen aufgehen. Halleluja! Können Sie uns sagen, wo er ist? Nein. Um das vielleicht etwas zu erläutern, Miss Bowers, diese junge Dame ist circa 2 Wochen alt und hat ihren Sire verloren. Oh. Nicht verloren, sie hat sich aus dem Staub gemacht. Das wissen wir nicht. Wer ist denn die Asaya? Die Erschaffung eines neuen Kaniten setzt normalerweise voraus, dass es entsprechend angemeldet wird. Lindsay. Lindsay. Sie kennen sie. Ja, ab und zu taucht sie mal auf und dann weiß ich wieder nicht, wo sie ist und dann ist sie wieder weg. Ja, ich fürchte, sie ist im Moment in der Phase, wo sie nicht weiß, wo sie ist und ist wieder weg. Das ist durchaus möglich. Dieses junge Mädchen ist einfach so alleine. Und da wäre jetzt interessant zu wissen, wer von den Adjutanten des Prinzen oder der Prinz selber die Erlaubnis gegeben hat, dass eine derart vergessliche Kainitin im schlimmsten Kind Fall niemand. Es ist vielleicht ein Unfall. Sagt es doch nicht! Am Schluss werde ich hier noch zu Staub gemacht oder sowas. Nein, weil ich nicht erlaubt wie bin. War das mit den Traditionen? Was ist einem Kainiten verboten? Ja, zu töten, aber ich bin ja dann Wildwuchs quasi. Also, nein, bist du so... Wenn ich nicht angemeldet bin, dann hat sie ja schon eine Tradition gebrochen. Darüber können wir reden. Jetzt sei einfach bitte mal ganz kurz das still. Müsste ich beim Rat nachfragen, ob da, wie da die Umstände wir sind. Gerne, wir würden gerne mit Mr. Davies sprechen. Ich müsste einmal überlegen. Nimm einen Augenblick. Das wäre wirklich sehr freundlich. Sie geht ein bisschen weg. Zückt ein Handy. Ja. Ich überlege nämlich gerade, dass David Davies tatsächlich irgendwo
Irgendwo was. Ich muss jetzt nachgucken, wie das dann heißen könnte, ob es in Edinburgh sowas gibt. Es gibt bestimmt so etwas, ist ja die Hauptstadt und so. Die Frage ist, was es ist. Ich hoffe nicht, wirklich es. Er ist wahrscheinlich wirklich irgendwie Mitglied der Royal Society of Psychiatrists oder so. Das wäre natürlich der Hammer. Das war jetzt nicht das... Was? Ich wollte schauen, ob es ein Sanatorium Edinburgh gibt. Und ich kriege hier ein Tattoo-Studio. Nein, das ist falsch. Achso, du meinst Mental Hospital? Ja. Ja, dann schauen wir unter Mental Hospital. Oder Psychiatric Hospital. Sollte es aber geben, weil die haben eine Uniklinik. Mhm. Craig House Hospital. Was? Mental Health Assessment Service. Royal Edinburgh Hospital. Ja. Ja, er wird vermutlich dort sein. Als Patient? Oh, bitte nicht. Ich denke nicht. Obwohl, ich denke mal, dass er manchmal gar nicht weiß, ob er wirklich Patient ist oder einer von den Doktoren oder einfach nur ein Pfleger oder mehr zufällig da und dann hat er es wieder vergessen. Ja. Diese junge Dame weiß auch oft nicht, wer sie ist. Ich weiß immer, wer ich bin. Sie hat zwei Persönlichkeiten. Zumindest zwei, die wir kennen. Gut, dann... Nein, ich teile mir nur einen Körper. Gar nicht so schlecht dort aufgehoben. Ist ja ein schöner Körper. Ach so, in dem Haus. Nein. Ich schaue so die Toreador an und denke mir, oh Gott, also mal unser Ruf, der Ruf der Giovanni hat gerade eben nochmal 5 Treppenstürze nach unten genommen. Vielleicht kann ja Edith einfach ihre Therapeutin anrufen. Edith hat eine Therapeutin? Yep. Das wundert mich jetzt nicht, wenn mir die Anmerkung erlaubt ist. Seit sie jung ist. Ach, Edith war schon immer so? Erzählen Sie mir. Was heißt hier, Edith war schon immer so? Also Moment. Du warst ja auch schon immer du. Ja, aber du kennen sie, bist doch neu. Ja. Weswegen ist Edith in Behandlung? Sowas erzählt man nicht. Also ich zumindest erzähle es nicht über sie. Frag sie aber selber. Aber du weißt das? Du weißt das? Ich weiß es. Wir teilen uns einen Körper. Sie ist aber keine... Sie ist nicht selbstmordgefährdet oder so. Ist ein bisschen schwierig als Kanitin. Nein, das ist gar nicht. Man muss nur bis zum Sonnenaufgang warten. Ja, ist aber auch schwierig, wenn man nicht sein Haus verlässt und in einem Keller wohnt. Also ich glaube, wenn du sie jetzt noch öfter darauf ansprichst, dass du weißt, dass sie Kanitin ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch. Bietet Mr. Davis auch Therapien an? Bestimmt. Sie haben nicht zufällig seine Nummer. Oder ist er einfach, kann ich einfach im Royal Edinburgh Hospital anrufen und mich durchstellen lassen? Ich weiß nicht, wie er das handhabt, ob er dort als offizielle Person irgendwie auftritt oder einfach nur... Aber er ist ja ein Primogen, also muss er uns ja empfangen. Oder ja, nicht? Aber warst du einmal im Royal University Hospital in Edinburgh? Es ist ein Riesenkasten. Wie möchtest du ihn finden? Sollen wir einfach hingehen und sagen, entschuldigen Sie, wir suchen David Davies. Der ist entweder Patient hier oder Pfleger oder Arzt. Er ist, wenn er Arzt oder Pfleger ist, möglicherweise im Moment auf Schicht oder auch nicht. Können Sie uns weiterhelfen? Also die University of Edinburgh ist auch ziemlich groß und wir haben Leute gefunden. Dann suchen wir da eben auch irgendeinen Eingang, der nicht zugesperrt ist und suchen Das ist kein Elysium. Es handelt sich dabei um ein ganz normales... Oh Gott. Die Toreador denkt sich um Hilfe. Es ist ein Krankenhaus. Es wird verschiedene offene Eingänge haben. Aber Sie kennen ihn doch. Sie können ihm doch eine Nachricht schicken, vielleicht. Bitte? Ich kann es versuchen. Das wäre sehr lieb. Würden Sie ihm sagen, er soll mich anrufen und ich reiche ihr meine Karte?
Ruhe so. Sanft. Marina Giovanni. Beerdigungsinstitut. Sie zieht so ein bisschen die Augenbrauen hoch. Steckt dann diese Karte ein. Na gut, ich werde sehen, was ich tun kann. In einer Bank arbeite. Ich denke, dass die Ventru da etwas dagegen haben. Die Ventru, da kommt der Prinz her. Ja. Ja. Kennen Sie den auch? Ja. Könnte ich mit dem auch mal reden? Also, müsste ich ja. Ich bin ja angemeldet, anscheinend. Hoffentlich. Oder besser nicht mit ihm reden. Im Augenblick mal, nur um das mal zu präzisieren. Du hast also Prinz John noch nicht persönlich kennengelernt. Oder einen seiner Adjutanten. Muss ich das? Ja. Oh. Oh Gott, ich bin ein verbotenes... Bitte seien Sie vorsichtig, was Sie sagen. Man weiß nicht, was es auslösen kann. Um ehrlich zu sein, wir wissen nicht, was passiert ist. Wir wissen nicht, ob sie irgendjemanden getroffen hat. Denn wenn Edith jemanden getroffen hat, wissen wir nicht genau, ob Kenzie es auch wüsste. Doch. Denn Edith weiß nicht, was Kenzie weiß. Ich weiß aber, was Edith weiß. Ja, das glaubst du. Sie verstehen? Ja. Zu viel, befürchte ich. Es gibt Dinge, die möchte man nicht wissen. Ich stimme Ihnen dazu. Ich würde wirklich gerne eher erstmal mit unserem Clan-Oberhaupt reden, bevor ich mit einem Prinzen reden muss. Das ist eine sehr vernünftige Entscheidung. Miss Bowers, ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie uns helfen könnten. Ich werde sehen, was ich tun kann. Sie können auch meine Nummer gerne an ihn direkt weitergeben, dass er mich anruft, wenn... Ich möchte sie nicht als Zwischenmann einsetzen. Das läge mir fern. Das ist vielleicht auch eine Möglichkeit. Wie gesagt, ich werde sehen, was ich tun kann. Ich werfe ihr so einen etwas leidenden Blick zu. Je schneller, desto besser. Wir haben ja alle Zeit der Welt. Da hat sie nicht ganz Unrecht. Sonst noch etwas? Kann ich irgendwelche Fragen beantworten oder möchten Sie eine Führung? Sie, ihr, eine Führung du? Wäre nett. Ja, wir haben, wunderbar, wir haben gerade einige zeitgenössische Maler hereinbekommen und da habt ihr jetzt bei ihr irgendwo so einen Schalter umgelegt. Die ist wahrscheinlich Kunsthistorikerin vom Beruf oder sowas in der Art. Sie wird euch eine sehr ausgiebige Führung durch diese Etage geben. Sie ist sehr sympathisch dabei. Ja, klar. Also auch charismatisch und es ist durchaus interessant, was sie dort alles erzählt. Also ihr seid jetzt mindestens 2 Stunden erstmal damit beschäftigt und seid nachher sehr gut darüber informiert. Hat die uns einen, wie hieß das? Nicht Auspex. Yeah. Presence. Das kenne ich nicht. Nein, aber Stimmt. Ricardo hatte schon mal bei mir angewendet, dass Dominate. Ich ihn, dass ich ihn nicht besorgniserregend finde. Mhm. Das ist Presence, oder? Du kannst mal auf Intelligence Awareness würfeln, wenn du darüber nachdenkst. Also die hat echt lang niemand mehr von ihrer Galerie erzählt. Wenn sie das anwenden muss, dann mit viel zusammenhören. Oh, Opfer, bla. Ihr stellt mir hier Melkelvichen an und ihr seid Giovanni. Ihr hört mir jetzt zwei. Die Waffen der Toreador. Ja, genau. Was war es, Intelligence und? Awareness. Klingt eine merkwürdige Kombination in dem Zusammenhang. Ist einfach nur, um halt die Erinnerung, deswegen Intelligence und Awareness wegen des Übernatürlichen. Und der Whitespace auf diesem Bild ist ganz besonders schön. Und beachten Sie hier diese dreidimensional angefertigten bla. Nix. Ja, hallo Mäuslein. Nö, dann fällt dir dazu wunderschöne Kunst. Weißt du es nicht, genau. Ivy-Line. Ja gut, ich meine, der Punkt ist ja, Marina ist ja kein Kunstbanause. Die hört sich das auch tatsächlich, die würde sich das auch normal interessiert anhören. Wenn sich da jemand die Mühe gibt, ihr irgendwas zum Thema Kunst zu erzählen, dann hört sie sich das natürlich an. Das bringt sie zu ihrem Ziel, David Davies
seine jüngste Tochter in die Hand zu drücken, nicht wirklich näher, aber was tut man nicht alles? Ja, gut, nach 2 Stunden. Ich könnte euch auch noch durch die anderen Etagen führen. Wie wäre es noch die... Wenn wir jetzt mal von der Moderne in die Historie wollen, bitte? Ich werfe mal kurz einen Blick auf die Uhr. Also jetzt mal in-game, wie spät ist es? Es dürfte jetzt so 2 Uhr nachts sein. Mhm. Noch eine Abteilung. Aber dann muss der Nachwuchs ins Bett. Selbstverständlich. Ah, ja, dann weiß ich schon etwas. Und die besonderen Schätze, die wir hier in der Nationalgalerie unser eigen nennen können. Und ja, es geht weiter. Lassen Sie mich raten, sind Sie Kunsthistorikerin? Unter anderem, ja. Faszinierend. Ja, und dann geht die nächste Vortragsreihe los. Kennen Sie Edith? Machst du das noch mit? Also die Marina scheint also schon sehr interessiert zu sein und Ricardo hat sich irgendwann davon gestohlen. Den ab und zu seht ihr den mal. Der spielt mit seinem Handy. Ja, jedes Mal, wenn wir an irgendwelchen Kainiten, Ghoulen, wie auch immer, vorbeikommen, übe ich meine Aura, aber ich glaube, ich bin ein bisschen zu, also das hat mich jetzt doch ein bisschen aufgewühlt, dieses Gespräch. Sogar Kansi. Okay. Ich kapsel mich irgendwann zu Ricardo und ab. Darf ich dir was zeigen auf deinem Handy? Ja. Ich hatte mich nur gerade mit Hamish unterhalten. Oh, Entschuldigung. Nein, also das ist schon... Ich kann es auch Hamish zeigen. Ich weiß nicht, wie weit Sie sind mit Technologie. Ihr Anzug. Die Hamish steht nicht mit dabei. Also Ricardo hatte mit dem geredet. Okay. Also, ich zeige im Menü hier. Das nennt man Snake. Du musst schauen, dass diese Schlange nicht an die Ecken stößt. Und dann zeige ich ihm einmal, wie man auf diesen Mini-Pfeil das Ding bewegt. Es ist interessant, dass Menschen ein derartiges Spiel spielen, das auf diesem Gerät mit drauf ist. Sagen wir einfach, dass ich etwas schlechte Erfahrungen mit Schlangen gesammelt habe. Oh, dann... Danke, dass du das mir gezeigt hast, aber ich denke, dass ich auf dieses Spiel verzichten möchte. Es gibt auch Space Impact. Außer du hast auch schlechte Erfahrungen mit Außerirdischen. Nicht, dass ich wüsste. Ist allerdings ein anderes Modell, schade. Dann drücke ich ihm sein Handy wieder hin. Gut. Wollt ihr noch irgendwie etwas machen? Also wenn dann dieses, dann werde ich mich höflich verabschieden und mich bedanken. Nicht überschwänglich, aber doch ehrlich. Und sagen, und wie gesagt, vielen Dank, dass Sie versuchen, uns zu helfen. Helfen? Ach ja, natürlich. Stimmt. Das ist... Sie war gerade auch so ein bisschen... Sie war völlig in ihrem Element und war sehr gut gelaunt, dass jemand sich dafür interessiert. Und jetzt gleich nicht mehr. Und so dieses, ach ja, stimmt, da war ja was. Und sie muss sich mit dem McCavian. Das ist vielleicht eher so das, wo sie ein bisschen so... McCavian, die hat echt einen schlechten Tag erwischt. 2 Giovanni und eine McCavian und sie soll auch noch irgendwas tun. Oh Gott, der Tag ist ruiniert. Das ist merkwürdig. Rechnung kommt. Also das wäre die Deckweise eines Giovanni. Marina, die Schmierlappin. Ah, wer weiß das schon so genau? Vielleicht wirst du ja bereits so genannt. Ja, wahrscheinlich. Mein zweiter Tag, wo ich mit anderen irgendwas mache, weil normalerweise mache ich nur an Leichen rum und schon ist mein Ruf ruiniert. Ja, siehst du mal. Ja. Gut, dann lass uns gehen. Wollt ihr dann jetzt zum Edinburgh Royal Hospital? Nee, was habe ich vorhin gesagt? Ich dachte, die ruft da an. Achso, stimmt. Die Tante. Royal Edinburgh. Die Tante. Also ich noch eine Tante, oh Gott. Noch eine Tante. Ich lehne das ab, das wieder einfach aufschlagen. Das halte ich für also keine gute Idee, weil dann tauchen wir da auf und sagen, was genau. Wir suchen jemanden, von dem wir nicht wissen, ob er hier arbeitet oder Patient ist. Und sie sollen uns bitte sagen, wo er ist. Das kommt total schlecht. Ja, aber bevor wir rausgehen... ich glaube, es ist besser, wenn Edith hier rausgeht. Wie meinst du? Sie ist reingegangen. Ich glaube, es tut ihr besser, wenn sie auch wieder rausgeht. Ja, und wie willst du das veranstalten? Weiß ich noch nicht genau.
Also, du kannst sie doch nicht rufen. Ich kann mich zurückziehen, aber nicht immer. Ich kann sie nicht zwingen, vorzugehen. Also, das würde mich jetzt mal interessieren. Kannst du beschreiben, wie das ist, wenn man seinen Körper mit einem anderen Geist teilt? Es ist kein Geist. Nein, eine andere Psyche, eine andere Seele, eine andere... Du teilst dein Beerdigungsinstitut Wunder noch andere Leute? Wohnen nicht, nein, aber es sind natürlich tagsüber und auch abends teilweise andere Menschen dort, ja? Menschen, wohlgemerkt. Und wo schläfst du? Im Keller? Nein, oben im Speicher. Ja, wenn du aufwachst abends, dann weißt du auch nicht, was die anderen tagsüber gemacht haben, aber du siehst es. Vielleicht. Ja. Wenn Dinge zurückbleiben. Ja. So ist es bei uns. Das heißt, du weißt doch nicht, was Edith macht. Dadurch, dass sie einfach unten im Raum ist und ihre Sargarbeit macht, ich weiß nicht genau, was ihr da arbeitet in diesem Beerdigungsinstitut, du kannst es dir so vorstellen. Es gibt eine Tür und da gibt es einen Vorhang. Ich kann durchschauen. Sie macht's nicht. Sie macht es nicht oder sie kann es nicht? Sie könnte es, aber ich glaube nicht, dass sie es macht. Wenn sie es machen würde, dann könnte sie ja auch vorne stehen, aber wenn sie Angst hat, macht sie es nicht. Also sie weiß gar nicht, dass es dich gibt. Nein. Und ich beschütze sie davor. Das ist meine Aufgabe. Ich weiß nur noch nicht, was ihre Aufgabe ist als Malkavian. Anscheinend muss man ja irgendeine Aufgabe haben. Ich hoffe, das schockt dich jetzt nicht, aber wer von euch beiden ist die Echte? Die Echte ist höchstwahrscheinlich tot, weil sie von einer blöden, dämlichen Kanitin ausgesaugt worden ist. Vermutlich hast du recht. Wenn ein Mensch stirbt und zu einem Kainiten wird, was sehe ich dann für kurze Zeit seinen Geist? Ich habe das noch nie überprüft. Eine interessante Frage. Ich denke mal nicht. Wenn Edith und Kenzie tatsächlich in der Situation sind, die Kenzie gerade beschreibt, muss es einen Dritten geben, der als Geist irgendwo unterwegs ist. Das ist eine sehr schreckliche Vorstellung. Auf metaphysischer Ebene sehr schrecklich. So wie ich gerade meinen Körper als dein Haus beschrieben habe, gibt es, glaube ich, auch nicht einen Geist, der wirklich stirbt. Vor allen Dingen, weil vorhin erwähnt wurde, dass Edith eine Therapeutin hat, schon seit ihrer Kindheit. Deswegen würde ich jetzt davon ausgehen, dass Edith die Echte ist. Ja, aber vorher alleine mit Sicherheit nicht sagen, dass Edith die Echte ist. Weil nein, nein, das ist das. Ich wollte existiert auch. Ich wollte eigentlich eher eine Reaktion provozieren. Das, ja. Das ist der Marina aber nicht gelungen. Naja, sie hat sich ziemlich aufgeregt. Ja, 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 aber... Marina muss jetzt mal kurz mit sich ins Gericht gehen. Ja, mein Conscience-Wurf war jetzt nichts. Es war kein Bordjob, es war ein Failure. Gut, dann... Du weißt nicht zufällig, wie diese Therapeutin heißt, oder? Natürlich weißt du, wie diese Therapeutin heißt. Ja. Warum? Sie ist, glaube ich, ein Mensch. Das ist anzunehmen. Und ich glaube vielleicht nicht, dass sie nachts Stunden gibt. Gegen genug Bezahlung machen Leute nachts alles, glaub mir. Ich frage mich, ob es sich lohnen würde, sie zu suchen. Aufzusuchen, meine ich, und mit ihr zu sprechen.
Nein. Edith hat es nicht gemacht. Es wäre ein Maskeradebruch. Ihr sollt ja auch nicht sagen, was ihr fehlt. Was soll sie dann machen? Was soll sie dann dort sagen? Herausfinden. Naja, ich glaube, sie liebäugelt schon damit, weil sie nämlich Amnesien hat. Denn meine Sorge ist eher, dass sie irgendetwas tut, unüberlegter Natur. Ich meine, du bist in Kontrolle. Edith ist es nicht. Was passiert, wenn du sie einmal nicht überwachst und sie irgendetwas tut, was euch beide in Gefahr bringt? Ich bin geboren worden, als sie genau den Moment nicht... Also bist du praktisch immer wach? Also fast... Nein, tagsüber schlafe ich. Nein, aber wenn Edith handelt, siehst du ihr dann währenddessen tatsächlich aktiv zu? Oder ist es so, dass wenn... Kommt drauf an, welchen Film sie anschaut. Manchmal bin ich auch gerne für mich. Also ganz ehrlich, ich würde wahnsinnig gerne mal in dein Haus hineinsehen. Das muss ja wahnsinnig faszinierend sein. Du musst es dir vorstellen wie ein... Wie eine WG? Ja, wie ein Hausboot, auf dem mehrere Menschen wohnen. Aber wenn einer sich im Schrank versteckt, dann sieht er die Menschen draußen nicht. Und Edith sitzt im Schrank? Oft. Manchmal geht sie raus. Wenn die Wellen zu hoch werden, dann hat sie Angst und dann geht sie wieder rein. Ich kann aber mit rausschauen auf Deck. Ich könnte auch mit rausgehen. Ja, das wäre doch mal ein Erlebnis, wenn ihr beide gleichzeitig anwesend wärt. Das funktioniert aber nicht, weil ich sie nicht zwingen kann, draußen zu sein. Dann müsste sie ja von mir wissen. Und wenn sie das weiß, weiß ich nicht, was mit mir passiert. Geschwisterstreit. Ich kenne auch nicht jeden Schrank in unserem Boot. Ich glaube, du hast überhaupt kein Interesse daran, Edith in irgendeiner Form zu unterstützen. Denn wenn sie tatsächlich 24 Stunden am Tag draußen wäre, wärst du tot. No. Bist du bescheuert? So weit würde ich jetzt an dieser Stelle nicht gehen wollen. Wieso sollte ich tot sein? Du kannst sie nicht zwingen, rauszukommen. Aber was ist, wenn sie sich selber durchzwingt und dir keinen Raum mehr gibt? Dann kann sie raus. Und wie würdest du dich dann fühlen, wenn du den ganzen Tag im Hausboot wärst? Ich glaube nicht, dass das so funktioniert. Ja gut, denn du bist so eine angenehme Gesellschaft. Also, frag Edith, ob sie rausgehen möchte, damit sie das Museum mit uns verlassen kann. Dann sprecht ihr sie wieder drauf an. Nein, wir werden nichts sagen. Wir wissen jetzt ja, dass wir das nicht tun sollen. Es hätte geholfen, wenn du es uns vorher gesagt hättest. Ich habe es dir gesagt. Nein. Ich habe gesagt, du sollst dich mit ihr anfreunden und nichts von mir erzählen und nichts... Ich habe ja nichts von dir erzählen. Du solltest so tun, als würdest du dich einfach immer mal wieder regelmäßig austrinken lassen. Kennen Sie, das kann ich nicht tun. Sehr schade. Ja, sehr schade. Ich bin nicht deine Dienstbotin. Nein, aber es hätte ihr vielleicht geholfen, jemanden zu haben, mit dem sie befreundet ist. Das ist was anderes. Das kann ich gerne tun. Aber ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, eine Freundschaft mit jemandem aufzubauen, die auf der Lüge basiert, dass ich etwas bin, das ich nicht bin. Ich bin kein Mensch und ich kann auch keiner sein. Ich bin so weit von einem Menschen entfernt, wie dieses Bild von der Realität. Ich schaue zu dem Bild. Voll abstrakt. Ja, genau so. Mir fällt auch alles wieder ein zu diesem Bild, was Claire uns erzählt hat. Ja, genau. Aber Bild ist vielleicht eine interessante Sache, wenn du das mit einem Hausboot beschreibst. Ihr guckt links, ihr guckt rechts. Ich glaube, die Richtung. Wenn ihr mir folgen wollt. Ja, und dann geht ihr dort durch und in der Tat gibt es dort ein Gemälde von einem Boot, welches auf dem Wasser schwimmt. Einem ruhigen Wasser, so mit ein bisschen Sonnenuntergang oder so etwas. Wäre das nicht ein beruhigender Ausblick für Edith, aus ihrem Schrank herauszukommen?
Wenn du dich bitte hier hinsetzen würdest. Ja, wir können uns auf diese Sitze setzen, auf die Bänke setzen. Mhm. Ja, und dann setzt euch dahin, kennen sie in die Mitte. Und dann darf Kenzie jetzt mal dieses Bild betrachten. Doch ob du wieder jetzt in den Schrank kommst oder Edith raus oder ob das Boot untergeht oder doch ganz normal sacht in den Sonnenuntergang geleitet, was für einen Kaniten jetzt auch nicht so unbedingt gut ist, das werden Sonnenuntergang ist okay. In der nächsten Folge dann wissen, wenn es weitergeht mit Edinburgh by Night, hinter den Spiegeln Vampire the Masquerade. Ich bedanke mich fürs Mitspielen, euch da draußen fürs Zuhören. Leiden. Sehr gern. Und dann schauen wir mal, wie es beim nächsten Mal weitergeht. Was, wen ihr sonst noch so trefft. Vielleicht trefft ihr ja David Davies. Juhu. Man weiß nicht so genau. Bis dahin, ja, den Segen der Nacht. Schön. Bleibt gesund. Bis dann. Tschüss.